So Leute, willkommen zurück zu einem weiteren Livestream auf Konkurrenzlos TV. Mein Name ist Arthur, willkommen zurück zu Hogwarts Legacy. Darauf freue ich mich, das wird einer der Dinge sein, worauf ich wieder Bock habe, jetzt nach den ganzen Ostertagen und ein bisschen Ferien und ein bisschen dies, das hier, so ein bisschen Zeit gehabt, ein bisschen sich zu erholen, ein bisschen wieder sich zu genesen und ein bisschen, ja, auch mal vielleicht seine Stimme auch mal zu schonen. Ist ja auch doch hin und wieder anstrengend, die ganze Woche lang. Nur konstant Action, Action, ballern, 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 ballern. Dementsprechend, Leute, es wird wild. Ich würde mal sagen, wir springen direkt rüber in das Game und revidieren einmal, was wir alles zu erledigen haben. Denn von der Hauptquest sind wir ja schon mal ein bisschen weitergekommen, haben ja ein paar Sachen gemacht. Die erste Challenge haben wir abgeschlossen, oder besser gesagt die erste Prüfung. Haben ein bisschen ein paar Nebenquest-Gedöns gemacht. Und letzten Endes sind wir, glaube ich, stehen geblieben, dass wir Unterricht im Tierwesen haben wollten. Genau, Aloe Mora, das ist alles, was wir lernen müssen. Dafür müssen wir diesen... Ah ja, stimmt, den Fail habe ich ja, den habe ich ja schon wieder sehr schnell verdrängt gehabt. Aber ja, müssen wir erstmal auch ihm neuen dieser komischen Demigeist-Dinger geben, damit wir dann stärkere Schlösser knacken lernen. Weil, ob wir das jetzt benutzen werden, weiß ich jetzt nicht. Aber ja, die Option steht uns letzten Endes frei. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal in den Unterricht für magische Tierwesen. Und schauen uns mal an, was wir dadurch lernen. Also, eigentlich so für mich persönlich habe ich die wichtigsten Sachen gelernt. Oder die Sachen, die ich unbedingt lernen wollte, habe ich gelernt. Nämlich das Fliegen und Schlösser knacken. Das war tatsächlich für mich eine der wichtigsten Komponente. Aber hey, was kann man denn noch so lernen? Hau mal raus. Ist da ein Hagrid oder wer ist da? Ah, Professor Howen. Sie haben schon einige der Tierwesen kennengelernt, die wir hier studieren. Man sollte diesen Kreaturen mit dem nötigen Ernst begegnen. Sie sind alle auf ihre Weise gefährlich. Vor allem, wenn man nicht weiß, wie man richtig mit ihnen umgeht. Anscheinend sind viele von ihnen aus der Übung. Gehen wir noch einmal die Grundlagen durch, wie man sich um ein Tierwesen kümmert, ja? Miss Sweeting, würden Sie bitte unserem Neuzugang in der heutigen Stunde helfen? Ja, Professor Howen. Hallo, ich bin Poppy. Danke. Die Sweeting. Keine Sorge wegen Professor Howen. Sie übertreibt manchmal. Alle Tierwesen hier sind ungefährlich. Miss Sweeting, passen Sie bitte auf. Die Zunge eines Knuddelmuffs hat es durchaus in sich. Ja, das kann man in vielen Arten und Weisen verstehen. Aber wir belassen es bei dem, was sie gesagt hat. Du kannst an Gerald üben. Achte bloß auf seine Zunge. Sonst kriegst du einen Zungenkuss der anderen Extraklasse. Sei sanft. Oh, und denk an was Schönes. Ich stelle mir gern vor, dass es ihm dann noch mehr Spaß macht. So, musst du kurz noch eben eine kleine Nachricht verfassen. Was müssen wir machen? Die Tierwesenbürste wird genutzt, um magische Tierwesen zu fliegen. Tippe auf T, gehe zur Tierwesenbürste und ziehe sie auf dein Zauberset, indem du... Ah, okay. Also das... Ah, okay, jetzt kommt diese ganze Komponente. Ich muss mich jetzt um Tiere kümmern, okay? Aha. Ja, dann nehmen wir mal... Warte, ich bewege das Ding aber nicht, ne? Nein. Er fühlt sich sicher viel wohler. Ich glaube, er hat Hunger. Würdest du ihm etwas Tierwesenfutter geben? Also wenn das so einfach wäre im echten Leben, sich um Haustiere zu kümmern, hätten wir niemals in unserem Leben Probleme. Dann wäre ich sogar jemand, der sogar sich selber Haustiere anschaffen würde. Gerald mag dich. Da bin ich mir ganz sicher. Das freut mich. Er scheint sehr lieb zu sein. Das ist er. Güte ist eine seiner besten Eigenschaften. Gleich nach Ehrgeiz. Und Reinlichkeit. Cool. Gute Arbeit. Nun machen wir uns zu den Gehegen auf und wählen ein anderes Tierwesen. Und bitte, seien Sie beim Füttern und Versorgen achtsam. Hm. Miss Sweeting, warum zeigen Sie unserem Neuzugang nicht die Kniesel im hintersten Gehege? Komm schon, die Kniesel sind hier drüben.
das ist doch mehr eher mein Ding. Ich weiß nicht, Leute, wie ihr da draußen eingestellt seid, aber ich bin mehr ein Katzenfan als ein Hundefan. Damit muss meine Freundin leider auch mittlerweile zurechtkommen. Blödes Vieh. Was denn, Bernie? Was machst du da? Du bist seltsam, Poppy. Sorgst dich wegen diesem blöden Vieh? Ihr Name ist Persephone. Ihr Name ist Original. Persephone. Das ist echt nicht lustig. The new kid has spoken. Oder soll ich dich wieder in ein 1 gegen 1 Duell platt machen, wie ich deine restlichen Slytherin-Kollegen da platt gemacht habe? Persephone, meine Güte, also das sind so Namen, wo ich mir denke. Ja, an den Skript haben wahrscheinlich sehr professionelle Leute geschrieben. Ey, nichts gegen den Namen, nichts gegen den Namen. Der Name ist für eine Katze, ja, kann man machen. Ich würd's nicht Persephone nennen. Da würde ich sogar Kniesel einfach so lassen. So wie das Viech hieß, würde ich es auch einfach so nennen. Jetzt hab ich gar nicht mitbekommen, was ich machen muss. Achso, füttere einen Kniesel. Okay. Gut, dass immer steht, was man zu tun hat. Die Kniesel haben dich wirklich gern. Sie erkennen einen guten Menschen. Genau wie ich. Tja, ich bin auch ein Gut. Zeit ist abgelaufen. Bitte schließen Sie die Gehege und gehen Sie hinaus. Nun, wo ist denn unser Neuzugang? Ah, da sind Sie ja. Alter, das ist nochmal. Ich will es nochmal erwähnen, Leute. Das ist ein ganz anderer Drip, den wir haben. Also, einfach, wenn man keinen Bock hat. Merkt euch eins, Leute, da draußen. Ich bin ja kein großer Fan von Jogginghosen. Ich gehe auch ungern mit Jogginghosen raus, einfach weil ich das. Meine Meinung, weil ich das ein bisschen assig finde. Ich finde immer so, Jogger benutze einfach für Sport machen und für nichts anderes. So, zu Hause laufe ich auch mit Jogger rum, aber drinne oder wenn ich irgendwie zu Freunden gehe, gehe ich nie mit Jogger. Aber wenn ihr wirklich gut aussehen wollt in Joggern, zieht einfach noch einen Mantel drüber, ja? Und dann wird sich niemand darüber beschweren, sondern eher. sondern mehr darüber so nachdenken, wie krass euer Mantel ist. Also der Mantel ist jetzt auch nicht so der geilste Shit, aber. Hallo Professor. Ja. Sie wollten mich sprechen? Ganz recht. Wie war Ihre erste Stunde in Pflege magischer Tierwesen? Heute wird epischer Tag für dich, ja. Bin ich gespannt. Ich bin gespannt. Ja, es hat Spaß gemacht. Wunderbar. Ich glaube, mir wird dieser Unterricht gefallen. Gut. Sie scheinen zu verstehen, dass Tierwesen unter der richtigen Führung eine maßgebliche Rolle in unserem Leben spielen können. Einige bieten uns Materialien voller magischer Kräfte bei der richtigen Pflege. Das bedeutet auch, sie nicht für ihre Schnurrhaare zu quälen. Das haben Sie übrigens gut gemacht. Überlassen Sie es aber das nächste Mal lieber mir. Ja, Professor. Die sind fast so schlimm wie die Rohlinge aus Rookwoods Meute von Wilderern. Leider sind wir es, die darunter leiden. Überall tote Tierwesen. Eine furchtbare Verschwendung. Sicherlich kann jemand die Wilderer zur Rechenschaft ziehen. Das Ministerium vielleicht. Wie optimistisch von Ihnen. Aber warum konzentrieren wir uns nicht erst einmal auf das, was wir kontrollieren können? Professor Weasley bat mich, einige Aufgaben vorzubereiten, die Ihnen helfen sollen, zu den Fünftklässlern aufzuschließen. Halten Sie Ausschau nach meiner Eule. In der Zwischenzeit rate ich Ihnen, sich Wissen über so viele... So langsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, das stimmt. Das ist eine schöne Analyse. Ich muss mit dir reden. Komm her. Brauchst du noch Licht oder ansonsten sieht geil aus mit Greenscreen? Ja, ein bisschen Licht brauche ich schon, weil jetzt nach einer Zeit... so wie ich das ausgeleuchtet habe, hält das nur so lange, bis Tageslicht da ist. Ab dann fängt das an, so ein bisschen kräuselig an gewissen Ecken zu werden. Jetzt nicht bemerkenswert beschissen, aber kann man ausbessern. Aber das ist alles so Dinge, da brauche ich entweder selber Licht oder ich müsste gucken, ob ich es vielleicht mit einem eigenen Licht noch irgendwie hingedeichselt bekomme oder tatsächlich bräuchte ich ein montiertes Licht, was wie wir es bei uns im Büro haben, dass man es einfach ranmacht und dann läuft da ständig Licht dran.
Ja, genau. Sowas in der Richtung würde völlig ausreichen. Ich glaube, ein einziges bräuchte ich nur, damit das weiterhin ausgeleuchtet bliebe. Und dann, denke ich mal, funktioniert das. Ich habe noch ein zweites, ich denke mal, spätestens maximal mit einem zweiten sollte das safe eigentlich funktionieren. So, okay, warte, jetzt bin ich ein bisschen vom Kurs abgekommen. Sprich mit Poppy, das haben wir ja noch gar nicht gemacht. Bist du weitergekommen mit Jasmin, Hike, Jasmin, Hike, Sire Girl? Was genau meinst du? Brauchst du etwas, Poppy? Ach so, nee, noch nicht. Aber ich hab da jemanden im Speziellen im Blick. Ich hoffe, das ist etwas Gutes. Sie wollte mit dir schnacken. Oma und ich immer. Es heißt, jemand oder etwas ist eine willkommene Überraschung. Oder zumindest bedeutet es das für uns. Ich konnte nicht einfach nur zusehen und nichts tun. Wir sind uns Ich habe nichts mitbekommen. Aber müsste ich mal gucken. Wenn ich im Büro bin, gucke ich mir das an, ob sie vielleicht... Wo hat sie sich gemeldet? Auf Instagram? Okay, gut. Werde ich mir merken. Alles klar. Warte mal. Tatsächlich gibt's da jemanden, den ich dir gerne vorstellen möchte im Wald. Okay, klingt jetzt interessant. Jetzt bin ich neugierig. Nun gut, geh voran. Das hatte ich gehofft. Okay. Werde ich machen, wenn ich da bin. Also wenn ich Zeit habe, vielleicht nach dem Stream direkt. Danke dir. Wirklich? Tja, danke, schätze ich. Wie gesagt, wir sind uns ähnlich. Das hat mich überrascht. Ja, nee, wir sind beide Hufflepuffs. Natürlich sind wir uns ähnlich. Also, gibt ja einen Grund, warum ich in dieses Haus reingekommen bin. Genauso wie du. Wir sind beide sehr friedvolle Menschen. Wir lieben das Leben. Findest du nicht auch? Poppy, wohin bringst du mich? Es ist wirklich besser, wenn ich es dir zeige. Ich weiß nicht. Irgendwie habe ich das Gefühl, jetzt kommt nichts bei Gutes rum. Ey, warte mal. Geht dafür... Ach, scheiße, dafür gehen auch meine Zaubersprüche drauf. God damn. Warte mal, da muss ich aber was ganz anderes machen. So, dann machen wir wieder... Ah, ich kann es nicht benutzen. Okay. Keine Sorge, wir sind fast da. Es ist gleich da vorne. Was zur Hölle ist hier los? Bleib zurück. Oh, Alter, ein Greif! Seit wann hast du einen fucking Greif? Und ich nicht? Das ist Wolkenschwinge. Ist sie nicht einfach wundervoll? Na los, sag ihr Hallo. Aber Vorsicht. Du musst Hippogreifen immer mit Höflichkeit... Ja, man muss sich vor dem verbeugen. Ich weiß, Harry Potter wissen jetzt hier. Man muss sich vor dem verbeugen. Und wenn sie dich anerkennen, sie müssen, glaube ich, nicken, dann haben sie dich akzeptiert. Ja, seht ihr? Ha! Hier, Wissen, mit denen ich hier um mich herum spielen kann. Genau, und jetzt muss er auch sich beugen. Nicht beugen, aber... warte, verbeug dich doch. So, genau. Und jetzt muss er... Genau, dann macht er es auch. Ja, und jetzt seid ihr beste Freunde. Ah, das ist doch schön. Das sind Details, die mag man. Wenn man wirklich auch tatsächlich darauf achtet, wie es auch im Film war. Dass sich ein Hippogreif so schnell an jemanden gewöhnt. Du kannst sie gerne füttern und bürsten. Wenn ich Zeit habe, schaue ich nach ihr. Ja, okay. Bringe ihr was zum Füttern und bürsten. Erzähle ihr, was im Schloss los ist. Man sieht es ihr nicht an. Aber sie ist eine furchtbare Wichtigtuerin. Okay. Ja, guck mal, so gibt man Liebe. Bürsten und Essen geben. That's all you need to do. Ja, das war's. Nice. Alter, auf so ein Ding zu fliegen, das wäre noch geiler als auf dem Besen. Aber ich weiß nicht, ob wir auf solchen Viechern fliegen dürfen. Normalerweise eigentlich schon, aber... Dadurch, dass wir ja schon den Besen haben, I don't know.
Ja, nee, also nervös war ich ja nicht. Sie war genial, Diggi. Ich finde sie genial. Nicht zu fassen, dass du mich ihr vorgestellt hast. Ich wusste, dass ihr euch verstehen würdet. Sehen die Schüler etwa deinetwegen Hippogreife über dem verbotenen Wald fliegen? Könnte gut sein. Wusstest du, dass ein Hippogreif immer für einen da ist, wenn man sein Vertrauen erlangt hat? Ich habe das mit ihr selbst erlebt. Sag mal, wie genau bist du Wolkenschwinge begegnet? Das ist eine lange Geschichte. Aber ich habe sie vor einigen Jahren vor Wilderern gerettet und in Sicherheit gebracht. Danach war alles gut. Bis jetzt. Ey, du bist eine krassere Hagrid als die Hagrid, die wir jetzt gerade haben. Eigentlich solltest du die Bude da führen. Sie könnten sie erneut einfangen. Also wenn dann nicht sowas wie Kinderarbeit oder so wäre, ne? Aber ich würde dir da empfehlen. Wir könnten uns nicht auf die Hilfe des Ministeriums verlassen. Ich bin nicht oft einer Meinung mit Professor Howen, aber ich fürchte, sie hat recht. Der Einfluss der Wilderer wächst. Ich sehe sie täglich im Dorf. Sie spazieren herum und reden mit den Leuten. Die haben irgendwas vor. Ich weiß nur nicht was. Das klingt seltsam. Als ob die etwas vorhätten. Ganz genau. Ich werde dem mal nachgehen. Herausfinden, was los ist. Was sie tun. Das ist eine gute Idee. Wissen ist Macht. Und je mehr ich weiß, desto besser kann ich sie beschützen. Du wirkst unbeirrt. Erzählst du mir, was du herausfindest? Oh, also gut. Mach ich. Ich muss los, aber ich hoffe, wir sprechen uns bald wieder. Ja, müssen wir ja auch. Schließlich gehören wir ja zur selben Gruppe an, ne? Hufflepuffs for life, Bro. Aber es ist wirklich so. Man muss, ja, das ist gut zu wissen, dass das etwas ist, wo ich tatsächlich darüber nachdenken muss. Ja, okay, gut, wie oft kommt man dazu, irgendwie Tiere zu füttern? Ah, wobei, das könnte ich da reinklatschen. Habe ich endlich mal Verwendung für meine ganzen Inventarplätze gefunden. was haben wir noch? Leviosa fehlt uns noch. Aber cool, cool, cool. Das heißt, wir sind jetzt in der Lage, mit Tieren, also was heißt mit Tieren zu kommunizieren, aber wir sind in der Lage, wahrscheinlich diese Tiere, die wir manchmal so auf freier Wildbahn treffen, mit denen zu schnacken, also auch mit denen irgendwie zu interagieren. Davor war es ja immer nur so, du läufst irgendwie an denen vorbei. Und das war's. So. Aber jetzt hat man tatsächlich die Chance. Ja, not bad. Da kann man theoretisch was damit anfangen. Ich sehe mich. So, jetzt gehen wir mal nach Hogsmeade und sprechen mit in den drei Besen. Ah ja, stimmt. Das war ja auch noch eine Plotline, die da noch irgendwie offen war. Dafür danken, dass Sie... Hallo. Schön, Sie zu sehen. Hallo, Miss Ryan. Ich wollte Ihnen nochmal für die Hilfe mit Rookwood und Harlow am Tag des Trollangriffs danken. Sirona, bitte. Und gern geschehen. Die beiden machen nichts als Ärger. Gut, dass Sie hier waren, als Sie sie gefunden haben. Finde ich auch. Sie sprachen an dem Tag mit einem Kobold. Ja, Lodgok. Er ist ein Freund von mir. Netter Name. Sie schienen gut miteinander auszukommen. Ich kenne ihn seit Jahren. Seit ich hier zu Schulzeiten gekellnert habe, bevor das mein Laden wurde. Er war nett, aber wir waren anfangs noch keine Freunde. Sein Misstrauen gegen Zauberer saß tief. Jetzt sind Sie Freunde? Ja. Ich hatte ihn lange nicht gesehen, bis er vor ein paar Monaten herkam. Aber er hat mich sofort erkannt. Was ich von einigen meiner Mitschüler nicht sagen kann. Die begriffen nicht gleich, dass ich eine Hexe und kein Zauberer bin. Nicht alle Kobolde sind wie Ranrock und seine Anhänger. Lodgok ist genauso besorgt wie wir darüber, was da vor sich geht. Wenn das so ist, würde ich gerne mit ihm sprechen. Vor allem über Ranrock. Wo finde ich ihn? Ich nehme an, es geht um die Gerüchte über die Zusammenarbeit von Ranrock und unserem Freund Rookwood. Das stimmt. Wenn er nicht hier ist, findet man ihn oft im Eberkopf, wo er Geschäfte macht. Er ist Metallhändler. Sagen Sie, dass Sie von mir kommen. Er kann Hexen und Zauberern gegenüber etwas misstrauisch sein. Auch so jungen wie Ihnen. Wenn Sie allerdings Informationen suchen, um Ranrock in Schach zu halten, ist Lodgok Ihr Verbündeter. Wissen Sie, an was Ranrock und Rookwood zusammenarbeiten? Ich weiß nur, dass Sie anscheinend ein unliebsames Bündnis haben. Freundschaften zwischen Zauberern und Kobolden sind schon selten. Aber zwischen denen? Die sind garantiert auf etwas aus, das der jeweils andere hat. Doch ich fürchte, sie sind wie eine Schlange mit zwei Köpfen.
Um ihre Pläne zu stoppen, müssen beide ausgeschaltet werden. Sie schienen neulich eher unbeeindruckt von Rookwood und Harlow. Haben Sie keine Angst? Das sind Tyrannen. Ganz einfach. Ich habe sie noch nie toleriert und lasse ganz sicher nicht zu, dass sie meine Freunde schikanieren. Aber sie sind dennoch gefährliche Zauberer, mit denen nicht zu spaßen ist. Sie sollten konfrontiert und wann immer möglich daran erinnert werden, dass der Rest von uns einander unterstützt. Ja, sehe ich es auch so. Danke, Sirona. Wenn Sie Lodgok finden... Das sehe ich auch so. Nicht, womit Sie sich solch mächtige Feinde gemacht haben. Aber bitte, passen Sie gut auf sich auf. Ja, weißt du, mit Aussehen. Ich meine, ich sehe aus wie ein Terminator Fisch, das habe ich schon mal gesagt. Das macht Leute neidisch, ob man es glaubt oder nicht. Alter, aber dass sie es immer noch nicht gepatcht haben, dass es hier in Hogsmeade immer noch so laggy ist. Also ihr müsst euch vorstellen, es ist eine 3080 und ein i9-13900. Das ist eigentlich so ein starkes Biest und trotzdem zittert er hier bei Hogsmeade. Also es liegt nicht mehr an mir, Leute. Muss man auch mal so gesagt haben. An mir liegt das hier nicht, dass das hier so... wischiwaschi-mäßig ist. Hallo, Lodgok. Sirona sagte, ich finde sie hier. Tatsächlich? Hat sie Ihnen Neuigkeiten mitgegeben? Nein. Eigentlich wollte ich mit Ihnen sprechen. Es geht um Renrock. Jetzt erinnere ich mich. Die drei Besen. Der Tag des Trollangriffs. Hinter Ihnen ist er also her. Richtig. Und ich muss wissen, was er und seine Anhänger vorhaben, um ihnen voraus zu sein. Sagen wir mal, ich wüsste es. Warum sollte ich ihnen trauen? Sirona vertraut mir. Sie sagt, wir hätten vielleicht dieselben Interessen. Tja, wenn Sirona ihnen traut... Na gut. Vielleicht weiß ich etwas, das uns beiden helfen könnte. Ich könnte Renrock seine Pläne entlocken. Ich bin ganz Ohr. Vor Jahren stahl eine ruchlose Hexe ein heiliges Koboldrelikt. Es heißt, dass es jetzt in ihrem Sarkophag liegt. In einer Gruft, die nur Zauberern zugänglich ist. Renrock und ich haben uns vor einiger Zeit zerstritten. Das Relikt könnte unser Zerwürfnis beenden. Könnte eine Falle sein. Aber was bleibt uns anderes übrig? Ich glaube, wir müssen das Relikt bergen. Na gut, ich beschaffe das Relikt. Wenn Sie mir dafür Renrocks Pläne verraten. Wir müssen uns wohl vertrauen. Ich darauf, dass Sie nicht mit dem Relikt verschwinden und Sie, dass ich Ihnen sage, was ich herausfinde. Tragen Sie zusammen, was Sie brauchen. Wir treffen uns beim Grab der Hexe. Okay. Klingt aber geil. Ich mochte eigentlich die kleine Dungeon, die wir da am Anfang gemacht hatten, also als wir das letzte Mal gestreamt haben. War eigentlich ganz cool so. Es war jetzt, also klar, vom Challenging-Gehalt, es war jetzt nicht super, super challenging, aber nichtsdestotrotz war es mal eine kleine Abwechslung. So ein paar kleine Knobelpassagen, ein guter, netter Bosskampf, der jetzt nicht der Rede wert war, aber wenigstens ganz interessant war. Und ja... Das ist doch schon etwas, was mir an diesem Spiel mehr gefällt, wenn es auch mal ein bisschen fordernder wird. Bereit. Gut, wir dürfen keine Zeit verlieren. So, mein kleiner Goblin-Freund, wohin geht's? Was ist das für ein Relikt, das ich holen soll? Ein wertvolles Erbstück, bekannt als Ördkots Helm. Die Hexe sah sich als Sammlerin und kaufte den Helm als Schmuckstück. Fami! Moin! Lange nicht gesehen! Frohe Ostern! Also, nachträglich nochmal frohe Ostern. Wie geht's? Nicht sein Käufer. Zauberer sehen die Dinge anders. Ein Wunder, dass Kobolde und Zauberer je zusammenarbeiten konnten. Es gibt unzählige Unterschiede zwischen uns. Ganz offensichtlich. Es mag Sie überraschen, aber ich halte diese Unterschiede nicht immer für unüberwindbar. Das ist der Grund, aus dem ich heute mit Ihnen zu diesem Grabmal reise. Warte, verlangsam meinen brennenden Gegner? Ach so, nee, Bridigi. Wir battlen uns jetzt hier nicht gegen Wölfe oder so. Welchen Alter leben wir hier? Das ist sowas von Schnee von 3 Jahren. Das überlassen wir Leuten wie Leonardo DiCaprio in ihrem Film oder so. Ein schrecklicher Ort, nicht wahr? Viel Glück bei der Suche nach dem Helm. Ein Zauberstab sollte dabei ein Vorteil sein. Glücklicherweise bin ich ja ein Zauberer, Digga. So ein Spaßkicks, dieser Kobold. Dieser Kobold, du bist so lustig, Digga.
Was macht diesen Helm denn so besonders? Erdkots Helm ist ein antikes, geschichtsträchtiges Relikt aus einer Zeit der Einigkeit zwischen den Kobold-Clans. Er inspirierte zu wahrer Größe, jedenfalls bis er nicht mehr unser war. Dann wurde er etwas anderes. Ein Symbol all dessen, was verloren ging, was uns die Zauberer genommen haben. Es zurückzuholen würde den Kobolden viel bedeuten. Und Renrock. Er wäre mir dankbar, wenn ich es zurückgeben würde. Aha. Recht gut, hatte heute einen spannenden Auftrag, sollte nur diagnostizieren, weshalb eine modifizierte Graka kaputt gegangen ist und kann die behalten. Cool. Aber warte mal, behalten, wirklich behalten, behalten oder behalten so nach dem Motto, ja, muss ich aber trotzdem abgeben. Renrock und Rookwood haben sich anscheinend verschworen. Warum nur? Ich hörte davon. Wenn jene mit finsteren Herzen sich verschwören, offenbaren sie ihre Absichten nur selten ganz. Ich kann nur spekulieren, aber ich denke, dass ihr Bündnis recht zerbrechlich ist. Hoffen wir, dass unseres stabiler ist. Das werden wir sehen, mein Junge. Wenn du mich verarscht, werde ich dich Avada Kedabran. Na, nur, dass du mal Bescheid weißt. Ich schätze mal, Sie wissen nicht, was mich in dem Grab erwarten könnte? Da eine dunkle Hexe involviert war, besteht eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass sie auf die dunklen Beschützer namens Inferi treffen. Die verderbten Geschöpfe gedeihen in Dunkelheit und Kälte. Vernichten Sie sie mit Licht, Kraft und am effektivsten Feuer. Ja, das kennen wir ja schon. 2070 Super MSI hat jemand einfach VRAM-Chips einer 2080 Ti verbaut? Ganz behalten, der wollte nur Verbesserungen. Hä? Aber warum? Warum würde man das denn machen? Ist mir alles klar. Also erstmal funktioniert das und zweitens, warum? Nochmals viel Glück. Ich werde hier sehnsüchtig Ihre Rückkehr erwarten. Bitte. Okay, los geht's. Die Sammlerhöhle. Endlich mal wieder eine Dungeon hier. Das wird... darauf freue ich mich. Mal sehen, wie es wird. Lumos. Rivelium. Kann ich hier was anzünden? Kann ich... Ah ja, die zünden sich von selbst an, die Fackeln. Ich wollte gerade sagen, sonst hätte ich es gemacht, aber wenn es selber geht, dann why not? Verschlossen. Lumos. Ja. Aber Lumos. Das ist irgendwie... Ah, warte mal. Das ist ja eigentlich korrekt. Ich brauche nur die andere hier. Motten. Seltsam. Nee, Digi ist nicht seltsam, das kennst du ja schon des öfteren Mal. Er tut so, als hätte er es zum ersten Mal gesehen. Ist ja nicht so, dass wir in Hogwarts schon 5 Millionen Motten irgendwie von A nach B begleiten mussten. Bei Merlins Bart. Er hat sich eine 8 GB Karte auf 20 GB aufgerüstet. Hat wohl auch funktioniert, bis die Rückspannung die Karte... I don't get it. Aber das bedeutet ja trotzdem, er musste ja eine 2080 Ti kaufen und hat sie dann in die 2070 verbaut. Das macht doch gar keinen Sinn. Warum er nicht einfach dann die 2080 Ti behalten? Jetzt außer mit dem Unterschied, dass es natürlich keine 20 Gigabyte haben kann. Aber das ist doch dumm. Aber ich meine, für dich fahren wir definitiv wahrscheinlich mal was ganz Neues. Ich denke mal, solche Fälle kriegt man... nicht so oft irgendwie eingespult oder reingestrudelt, dass da jemand einfach solche auch Sachen damit fabriziert. Das kann nicht das Grab der Hexe sein. Ich muss wohl noch weitersuchen. Ach, das Ding funktioniert nicht. Accio. So. Aber das funktioniert. Lumos. Gutes Ei des Accio. Wer kennt's nicht? Lumos. Klatschen wir den da rein. Und dann, ja, machen wir mal den hier. So, zack, zack. Und dann... Und dann gehen wir mal hier rein mit dem Viech. Ja, Peter hätte sich jetzt schon beschwert, dass wir mit den Schmetterlingen sehr, sehr aggressiv umgehen. Ja, da wäre schon eine Petition gestartet gewesen, dass man Hogwarts Legacy am besten abschaffen sollte. Gleich direkt von den ganzen Verkaufsläden sperren. War überrascht, dass da nichts kam. Hier ist noch jemand. Ah, die Viecher. Ja, da sagen wir was. Aber der wird instant gekillt.
Alter, wow, und der ist weggeflogen. Nicer Shit. Okay, ich vergesse mal, dass Incendio nicht wirklich zu... Genau, das funktioniert auf jeden Fall. Rudi, komm mal her. Genau so sieht's aus. Okay, das funktioniert nämlich an denen nur bedingt. Das funktioniert aber sehr gut. Das funktioniert exakt genauso gut. Und tschüss, meine lieben Damen und Herren. Würde mal sagen, das war ein schneller Abgang. Ja, kaum der Rede wert. Wobei wir eigentlich sehr viele Feuerzauber brauchen, um sie platt zu machen. Oder man kann sie instant finishen. Das sind natürlich zwei Möglichkeiten, wie wir uns dieser ganzen Problematik entsagen. Aber, naja. Die Oldschool Way ist immer noch die beste Way. Hab sowas auch mal probiert. Da hätte ich noch Hoffnung, aber meistens ist die Lebzeit halt sehr gering und ist halt ein riesiger Aufwand. Je besser man sich auskennt, desto länger lebt es. Ja, aber ich weiß nicht. Okay, ich meine, ich verstehe den Hintergrund. Einfach, dass man mehr Gigabyte VRAM da reinballert. Aber das ist doch solches Investment, was man da betreibt, nur damit die Grafikkarte ein paar Gigabytes mehr hat. Also ich meine, klar, bei der 20er-Serie weiß ich das auch, dass das nicht gerade das Krasseste der Krassesten war, was das angeht, aber ich weiß ja nicht, das ist... Warte, was hat er gerade gesagt? Irgendwas kann man bestimmt hier noch machen. Warte. Auf jeden Fall kann man das hier betätigen, aber ich habe jetzt... gerade nicht zugehört, was der Junge gesagt hatte. Das ist schlecht. Was haben wir denn noch? Ne, das funktioniert nicht. Das sieht doch so aus, als könnte ich das hier benutzen. Ah! I get it. Wir sind smart. Bam. Smarte Menschen machen smarte Lösungen. Oder war bei, ich glaube mal, das muss ja mit Pushen sein. Ja, ein kleines Mini-Rätsel jetzt. Wie gesagt, auch nicht der Rede wert, aber man hat's. So, rein mit dem guten Mann. Das Ding können wir auch gleich mitnehmen und zack. Sehr schön. Ja, krass. Also ich dachte, man hat schon alles so in der Grafikkartenwelt gesehen, aber nein, es gibt Leute, die haben ganz komische, was heißt Vorstellung? Vorstellung ist irgendwie so negativ, aber schon so nach dem Motto, warum? Also was ist der Sinn dahinter? Ich verstehe es persönlich nicht. Warte, was ist das denn hier? Ah, es ist ein Rätsel. Ja, warte mal, Knochenhaufen. Kann man hier einfach rüberspringen? Wäre zu einfach gewesen, aber dafür haben wir andere Sachen gefunden, die fast exakt genauso gut sind, wenn nicht sogar besser. Oh, guck mal. Gucke mal an. Ich weiß nicht, ob man damit irgendwas anfangen kann. Geheiligte Dings? What the fuck? Ja, der Gedankengang fand ich in Ordnung, dass man es vielleicht reparieren könnte. Oder man vereint diese ganzen Körper hier miteinander. Nee, das muss nach oben oder so stattfinden. Warte mal, ich kletter mal wieder hoch. Das müsste ja, denke ich mal, gehen. Dann schnappe ich mir das gute Stück hier. Ah, und es muss an den Ding ran. Okay, ich verstehe. So, das sind zwei Stück, die ich jetzt hier gefunden habe. Ja, die musste ich doch da einfach nur reinplatzieren. Jedenfalls ist das mein Gefühl. Näher heran.
Nur wie? Ah, guck mal, es hat geleuchtet. Warte mal. Wo war das denn? Lumos. Akio. Hat es gerade geleuchtet? Ah, guck mal, doch, das klappt. Hab ich doch gesagt, guck. Hab ich doch gesagt. I told you. Ich weiß, was ich da tue. Dafür gibt's nur einen gefackten, geflickten, gefickten Hexerhut. Also, ah, wenn du denkst, der Zeitaufwand... Also, ich meine, das Rätsel war cool, so. Don't get me wrong, aber... Wenn du dafür nicht mal irgendwas Interessantes bekommst, das ist blau, wirklich, also man hätte ja auch schon lila auspacken können oder mindestens legendär. Also das wäre ja schon mal das Maximum gewesen, was man hätte auspacken können. Stattdessen kriege ich hier so Standardkost. Das wäre ein Kampf nach unten. Das ist der einzige Weg. Jo, das habe ich auch schon ganz schnell selbst beobachtet, mein lieber Friend. Von der anderen Seite verschlossen. Aber erstmal will man natürlich ein bisschen analysieren, was es hier noch so zu holen gibt. Ja. Dann gehen wir mal runter. Mein Charakter ist so ein Weicher, ey. Der Digga benimmt dich. Chill mal, alles gut? Alles gut? Du stirbst nicht. Du wirst von mir kontrolliert, mit diesen majestischen Händen. Da kann nichts schief gehen. Vertrau mir. Also, vertrau mir wenigstens so halbwegs. Akio. Nice. Und wir sind jetzt wieder... Ach, wir haben einfach nur den Weg zurückgenommen. So, warte mal, ja, guck mal. Aber hier geht auf jeden Fall noch mal was. So, guck mal, hier kriege ich lila. Und das Rätsel war viel, viel billiger als das, was ich gerade eben da gemacht habe. Das ist doch... Das entschließt sich mir jeglicher Logik. Da muss man mal so sagen, wie es ist. Oh, das war smart. Das war richtig smart. Also es war nicht beabsichtigt vom Spiel, aber wir haben einfach das System ausgedribbelt. Also kenne einen Modder, der sogar brauchbare Karten erschaffen kann, der macht halt nichts anderes. Weiß, dass der eine Karte mit 8 GB auf 16 bekommen hat und das auch von der Lebzeit brauchbar halten. Ja, aber wo ist denn... Fami, ich verstehe das nicht. Also, wo ist denn der Sinn dahinter? Also, was bringt mir denn, wenn ich eine Karte von 8 auf 16 GB RAM modifiziere, wenn... Also, was heißt RAM? V-RAM. Modifiziere, wenn das Ding sowieso nur fucking ein Jahr hält. Oder vielleicht sogar weniger als ein Jahr. Was habe ich denn davon? Also, außer, dass ich angeben kann, hey, geil, ich habe meine Karte modifiziert auf 16, ja... Läuft jetzt ein Jahr und dann ist mein ganzes Investment für den Arsch gewesen. Keine Ahnung, wenn man vielleicht viel Geld hat und nicht weiß, wohin mit seinem hart verdienten Money. Ja, kann man mal machen so, aber ansonsten verstehe ich das 0,0. Also weiß ich nicht, was man damit großartig erreichen möchte. Außer, dass man vielleicht so ein bisschen... Ja, außer man moddet. Halt wirklich, das ist wirklich nur Modding-Situation. Ansonsten sehe ich da absolut... Oh, scheiße, ich bin tot. Nein, noch nicht. Ja, ich muss jetzt mal ein bisschen aufpassen, weil die Boys werden hier mal ein bisschen unsympathisch. So. Das war eine gute Kombi. Ja, guck mal. Da werdet ihr alle Leviosen. Warte, setze eine Raune gegen... Ja, ich habe keine. Was soll ich denn machen? Ich habe keine. Schleudere einen brennenden Gegner mit Depulse in eine andere. Ah, das ist cool. Das ist tatsächlich gar nicht so schlecht. Mache ich sogar mal. Ja, nee, hat nicht so ganz geklappt, weil mein Boy wollte nicht den anvisieren, den er anvisieren wollte. Den ich jedenfalls wollte. Aber das ist gut, dass viele Zaubersprüche so ein bisschen wirken. Machen wir es einfach kurz und schmerzlos, Leute. Diese ganzen Mindestvoraussetzungen machen, das ist... Nee, das ist nicht mein Ding. So, was haben wir hier? Wir haben einen Schmetterling. Lumos. Den brauche ich auch, um das hier zu bewegen. Denn nur so komme ich rüber. So, hier habe ich noch einen Schmetterling. Wenn ich denn da hochkäme,
Alter, ist das dein Ernst? Der will ja nicht hoch. Okay, keine Ahnung, warum er da nicht hoch will. Au, da muss ich... Oh mein Gott, muss ich das öfters aktivieren? Das wirkt ja noch komplizierter. Ja, mein... Okay, gut. Hätte jetzt nicht gedacht, dass wir so low tief sinken müssen, aber dann ist es halt wirklich so. Erstmal gucken wir uns noch um, was es hier noch zu holen gibt. Kann ja nicht sein, dass das alles ist, was wir hier haben. Genau, rotkariertes, kariertes Gewand. Oh, dunkler Sonnenhut. Sehe ich zwar aus wie Bauer Jack, aber ey, why not? Man muss ja immer mit der Mode mitgehen, ne? Die Mode. Ich kann es nicht mal tragen. Ja, okay, gut, dann vergiss wieder, was ich gesagt habe. Wenigstens mal ein Upgrade. Sonst hast du immer nur Müll. Das hat wenigstens sogar was. So, da kann ich einfach mal rüberspringen. Ja. Wie mache ich das denn? Stimmt, gute Frage. Wie mache ich das denn? Oh, ich könnte die Zeit verlangsamen von Gegenständen. Das ist ja auch noch eine Option. Das ist tatsächlich etwas, was ich kombinieren könnte, was funktionieren kann. Ist halt nur das Problem. Ah, ja. Ja, ich hab's verstanden. Okay. Verstehe ich. Arresto Momente. Lumos. Reicht das schon aus? Nee, reicht nicht aus, ne? Hä? Kommt das denn viel? Wo kommt das Viech jetzt her? Ah, das hat... Hä? Wo hab ich denn das jetzt her? Wenn sich das dreht, sollte es die Plattform anheben. Das muss es sein. Ja, das ist mir bewusst. Aber wo hab ich den jetzt herbekommen? Boah, da muss ich jetzt mal kurz darüber nachdenken. Dratz! Viel, viel lieben Dank für dein, Follow. Okay. Alter. Seid nett zu den Nightbot, bitte. Ach du Scheiße, was hier auf einmal los? Ja, habe ich mich auch gerade gefragt. Was geht? Hi Ben. Hi Gott. Hi Fun Gaming. Klein Marv. Die Armee von Ruffy am Start. Ah, viel Liebe geht raus. Auch an Ruffy. Guter Mensch. Gut, dass wir ihn in der Anime-Welt haben, oder Leute? Was wären wir ohne seine Anime-10-Minuten? Das wären sehr viele langweilige Stunden für mich jedenfalls gewesen. Lumos. Gott. Wir sind ein Lumos. Low Budget Raid. Leute, das ist. Okay, es kommt gerade so viel rein, ich weiß nicht, ob ich mit dem Spiel weitermachen soll. Oder nicht. Ich gehe wieder. Tschüss. Tschüss, Ben. Erstmal, Ruffy, viel, viel lieben Dank für den Raid. Ich gehe mal stark von aus, das kam von dir. Was ist dein Lieblingsanime? Ah. Ich weiß, dass es voll langweilig ist, weil man das wahrscheinlich schon 1000 Mal gehört hat, aber ich glaube, zu den Mainstream-Animes würde ich sagen Naruto, ja, das ist für mich persönlich mein Lieblingsanime, Naruto Shippuden, wenn man es genau nehmen müsste. So kleinere, nischigere, was heißt nischigere Animes, so nicht so unbedingt die Mainstream-Animes, würde ich echt Inuyasha sagen. Ich bin großer Fan von Inuyasha, habe ich gerne auf RTL 2 geguckt und war tatsächlich sehr, sehr traurig, okay, Leute, ich hab's gecheckt. Und war auch sehr traurig, als das von RTL 2 gar nicht mehr fortgeführt worden ist. Hab ich dann erst anschließend, als ich ja mit Ruffy mal zusammen gestreamt hatte, als er bei uns mal zu Besuch im Büro war, hab ich erst dann durch einen lieben Kommentar, ich weiß nicht, wer das von euch da draußen geschrieben hatte, hab ich erst festgestellt,
dass es das Ding ja, dass der Anime ja irgendwann viele, viele Jahre später doch noch zu Ende synchronisiert worden war. Da hat mein Leben wieder Sinn gemacht. Ich hab's mir noch nicht angeguckt, aber ich will's mir auf jeden Fall vornehmen. Der Himmel befinde sich in ihrem Sarkophag. Big Quinn, das war ein anstrengender Stream. Ruffy meinte, beste Choice. Ja, Leute, ich weiß, dass ich nicht immer so mitschwimme. Ich meine, ich bin ja auch derjenige, der auch in dem Stream gesagt hatte, dass ich einer... Don't judge me! Aber ich finde, und ich stehe zu dieser unpopular Anime-Opinion, ich finde den... Okay, wie formuliere ich das, ohne jetzt gleich direkt gecancelt zu werden? Ich finde das Opening... Ich will es nicht mal aussprechen. Ich weiß, welche Reaktion kommen wird, wenn ich das sagen werde. Ich weiß nicht, ob ich das sagen will. Du kannst nur verkacken, glaube ich. Ja, ich weiß, Fami. Ich glaube, alles, was ich jetzt gleich, was das angeht, sagen würde, wäre massive lose. Und quatschi, wie man das in der Ruffy-Sprache sagen würde. Der Sarkophag war bereits geplündert. Ich finde das Intro von Naruto Classic, das allererste, nicht so kacke wie alle immer so tut. Sich damit weiter bei Renrock einschmeichelt. Ich habe eins ihrer Lager in der Nähe gesehen, aber sie werden allein gehen müssen. Ich kann nicht mehr kämpfen. Ruffy sagt, Loose wegen Naruto Black Cover ist das Beste. Ey Leute, das kann ich... Nein, das glaube ich nicht. Ich hatte ja das Privileg, mit ihnen ein bisschen Zeit zu verbringen und so wie der über Naruto geredet hat, glaube ich nicht. Also ich weiß nicht, ob wenn er beide so gegenüberstellen würde, was er eher bevorzugen würde, aber ich denke mal schon, dass das durchaus jemanden ist, der Naruto durchaus als eine seiner Lieblingsanimes bezeichnen würde. Mindestens eine Top 5. Das ist so meine Vorstellung davon. Aber ja... Kommt ihr gerade alle von Ruffy Stream? Oder streamt der Junge noch? Und vielen, vielen lieben Dank, Leute. Also, egal wer da followt, das fliegt alles so schnell vorbei, ich habe gar nicht die Chance, alle Namen irgendwie vorzulesen. Jetzt hier, Evan Lock, vielen, vielen lieben Dank. Danke. Achso, er streamt noch, er ist kurz bei dir reingeschaut. Ach, okay. Gut zu wissen. Ich habe mich schon gewundert, was hier gerade abgeht. Aber viel, viel lieben Dank, Skrizza auch. Und danke an alle, die da die Subs und die Follows rausgehauen haben. Wie gesagt, ich komme kaum hinterher, da den einen oder anderen zu antworten. Welche Animes seid ihr der Meinung, sollte man gesehen haben? Oh, guck mal, Leute. Diejenigen, die noch drin sind. Kann ich mir diese Frage beantworten? Ich tatsächlich hätte gesagt, das wäre meine Empfehlung. Ja, wenn man mich fragen würde, als jemand, der jetzt nicht so versiert voll viele Anime, also ich habe schon einige Animes geschaut, so ist es nicht, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich im Vergleich zu Ruffy voll viele geschaut hätte. Aber ich würde immer sagen, Death Note. Also ich finde immer, das ist so der Anime, um in diese ganze Materie einzusteigen. Ist zwar die langweiligste Antwort, ja, weil kennt jeder irgendwo. Okay, jetzt muss ich nochmal gucken. Der Bär, vielen, vielen lieben Dank für die Gifted Subs. Ich werde zwar für diese Aussage vielleicht noch gleich sterben, aber vielleicht auch nicht. Aber ich würde sagen, meine Meinung, definitiv Death Note. Wäre so meine Antwort gewesen. Einfach weil es ein Anime ist, den kann man schnell gucken. Der hat, glaube ich, nur... Boah, der ist schon lange her, dass ich Death Note zuletzt geschaut habe. Aber wenn ich mich nicht täusche, hat der nur 2 Staffeln. Nicht super viele Folgen pro Staffel. Das hat man recht schnell durchgeschaut. Und... Ja, ich finde, das ist so mit eines der Dinger, wo man schnell... Achso, schließe den Kampf ab ohne einen... Ja, Leute, das ist ein bisschen zu spät. Nur meine Meinung. Gibt wahrscheinlich viele Leute, die da ein bisschen anderer Meinung sind, aber ich würde echt sagen, wenn man in Anime reinkommen will, das. So, ich glaube, meiner Freundin tatsächlich habe ich mal empfohlen, weil sie ist nicht so in Anime drinne. Der habe ich echt empfohlen... bisschen was anderes zu schauen, weil ich glaube nicht, dass sie solche Sachen catchen würden, wie ein Death Note oder so. Aber ich habe ihr gesagt, sie soll sich Violet Evergarden angucken. Oh Gott, dass ich das noch sagen werde. Aber ich habe
den Anime geschaut. Ich weiß, dass es eher so ein Romance-Anime ist. Ja, habe ich von einem Kumpel empfohlen bekommen. Und, naja, so, wenn man so mit einer Freundin zusammen gucken, ich find's cool. Ich fand's cool. Das war einer der wenigen Romance-Animes, die ich wirklich, ja, gerne geschaut habe. Die habe ich auch meiner Freundin dann auch empfohlen. Und sie fand's auch gut. Also sie hat noch nicht alles geschaut. Ich glaube, wie viele Folgen hat sie geschaut? 3 oder 4? Ja. Und sie fand sie gut. Sie fand sie gut. Und das als jemand, der eigentlich kaum Anime schaut. Also sie schaut gar keine Animes. Muss man auch mal einfach so ganz klar dazu gesagt haben, wie es ist. Deswegen. So, jetzt muss ich mal kurz mal nachdenken, was wir noch machen wollten. Ich war hier komplett abgelenkt von den ganzen Aussagen, von den überraschenden Raid, der jetzt kam. Aber ja, Fami, ich weiß nicht, ob dich diese Frage zufriedenstellt, aber ich hätte wirklich gesagt, Death Note. Ich weiß nicht, ob man es mittlerweile... Doch, auf Crunchyroll läuft das bestimmt. Ich weiß, dass es auf jeden Fall auf Netflix eine ganze, ganze lange Zeit lang lief. Und läuft das... Gibt das das noch auf Amazon? Ich benutze halt Amazon nicht, ich weiß es nicht. So, hol den Helm von den Dieben zurück. Ich habe sie alle platt gemacht. Also viel Auswahl wird es da nicht geben. Jetzt mal schauen. Hier noch was anderes ist. Deswegen, aber wie ist das denn bei dir selber, Fami? Also, ich meine, wir kennen uns ja schon eine Weile und schreiben eine Weile. Wir interagieren immer sehr viel miteinander. Ah, guckst du denn eigentlich selber Animes oder nicht? Oder gar nicht? Oder ist das gar nichts, was dich anspricht? Ich weiß, dass ich mir das nicht einbinde. Oh, das war smooth ausgewichen. So, und jetzt dafür, dass du mich angegriffen hast, wird dein Freund leider sterben müssen. Was war das denn? So ein Schmerzensschrei, der ein paar Sekunden zu spät kam. Niemand wird glauben, dass ich ganz allein eine Erschwinderin besiegt habe. Ja, doch. Ich glaub dir das. Ich glaub dir das, mein Junge. Du weißt doch, was man sagt. Glaube versetzt Berge. Das ist die Aussage. Aber gut, dass niemand meine unpopular Anime-Opinion gehört hat. Das wäre sonst ein ziemliches Lose gewesen. Die Erschwinderinnen sind den Helm los. Sehr gut. Das wird Renrock sicher beeindrucken. Der Helm strahlt. Ah, hab schon ein paar gesehen, ist aber lange her. Die Gravur, die Konturen des Profils. Unglaublich. Ist nur ein Helm. Für mich sieht er aus wie ein normaler Helm. Sie sehen nur, was er ist, aber nicht, was er bedeutet. Für die meisten Kobolde ist... Was war denn das Letzte, was du geschaut hast, Fami? Ich weiß, dass du gesagt hast, das lange her, aber was war denn das Letzte, was du geschaut hast? Glück für die Diebe. So mancher Kobold hätte dafür getötet. Ah, da bin ich ja froh, ihn los zu sein. Danke. Damit gewinne ich Renrocks Vertrauen. Ich gehe gleich zu ihm. Das wird ihn von seiner Suche ablenken. Seine Suche? Es ist nur so eine Ahnung. Sie haben mich tief beeindruckt. Ich bin froh, Ihnen vertraut zu haben. Wir reden bald wieder. Erstmal sollten wir unsere Vereinbarung für uns behalten. Viele werden nicht glauben, dass wir ähnliche Ziele verfolgen. Ah, Sword Art Online, 3. Staffel. Cool. Ja. Muss ich zugeben, habe ich nicht geschaut. Also die 3. Staffel habe ich nicht geschaut. Ich habe nur die 1. Staffel... fast durchgeschaut. Ich glaube, es waren nur noch, glaube ich, 3 Folgen oder so offen gewesen, die ich noch gucken musste. Hallo. Ich frage mich, ob Sie bei Gelegenheit... Oh, warte, was ist hier denn los? ...vorbeikommen könnten. Ich könnte Ihre Hilfe gebrauchen. Wie gesagt, vermisst meine Schwester Anne Hogwarts sehr. Sie hat sich irgendwie verändert. Denkst du an dein Versprechen, sie mit mir zu besuchen? Ich breche bald nach Feldcroft auf und freue mich darauf, dich dort zu sehen. Es liegt südlich von Hogwarts. Hoffentlich kommst du jetzt mit dem Explosionszauber zurecht. Er gehört zu meinen absoluten Favoriten. Warum wundert mich das nicht? Warum wundert mich das nicht, Sebastian, hä? Sie bitten, ihnen dabei zu helfen, den Raum zu nutzen, um ihre Ausbildung im Bereich Tierwesen zu vertiefen.
Bitte treffen Sie ihn dann dort. Ich habe schon seit einiger Zeit nichts mehr von meinem Onkel Roland gehört. Ich bin ganz außer mir vor Sorge. Können wir uns im Innenhof treffen? Ja, okay, das sind tatsächlich super viele Nebenquests, die dazugekommen sind. Einige sind dann davon tatsächlich nur Nebenquests. Warte mal, Sirona? Adelaide Oaks? Ja, dann machen wir erst die Nebenmission. Das ist das, was wir immer als erstes machen. Oder gibt es in Hogwarts auch noch... Oh, da gibt es auch noch eine Nebenquest. Ah, nein, das sind... Alter, Akio-Duell, zweites Spiel. Oh mein Gott, da gehen wir als erstes hin. Let's go. Da muss man diesen Amateuren beibringen, wie man richtig Akio spielt, ja? Diesen Lutschern muss man zeigen, wie der Hase hier läuft. Wo ist denn das? Warte mal, hier. Los geht's hier, Akio Nummer 2. Das hat tatsächlich viel Spaß gemacht. Das war einer der wenigen Minispielen, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Also, ja, dass dieses durch Ringe fliegen und so mit dem Besen, ganz nett, also, spricht mich persönlich jetzt nicht an, aber das Akio-Battle fand ich cool. Da kann man die Idioten sehr dumm dastehen lassen, wenn man deren Scheiße runterhaut. Hallo Samantha, bist du hier für ein Akio-Duell? Das bin ich. Ich bin sogar ziemlich gut. Das sagen sie alle. Ich habe früher ständig mit meinem Bruder gespielt, bis... Naja, egal. Fangen wir an? Und One Piece muss ich eigentlich auch mal weiterschauen. Bin bei 921. Boah, sei froh. Ich erzähl dir mal was. Jetzt mal Serious Anime Talk, kurz bevor ich das Akio-Duell hier weiterführe. Eigentlich, ja... Mag ich ja One Piece. Ich guck's ja gerne. Es ist ja nicht so, dass es irgendwie ein Anime ist, den ich überhaupt nicht leiden kann oder den ich scheiße finde oder was auch immer. Das Problem ist einfach, zu damaliger Zeit, als One Piece und Naruto, Shippuden in dem Fall, wirklich aktive Animes waren, musste ich meine Prioritäten für ein oder anderen Anime legen. Ich konnte nicht beides gucken. Ich hatte so viel Zeit nicht und ich hatte auch nicht so viel Bock gehabt, parallel beides zu schauen. Einfach weil ich meine Zeit so ein bisschen einteilen wollte. Dann habe ich mich letzten Endes für Naruto Shippuden entschieden, einfach weil das ein Anime ist, mit dem ich persönlich groß geworden bin und sehr, sehr viele Kindheitserinnerungen habe. Mehr als mit One Piece. Mit One Piece kommt es ein bisschen eher so mit meinem Bruder noch ins Spiel. Mit denen verbinde ich sehr viel. Genauso wie Dragon Ball ist so ein Passion-Ding, wo ich mich an sehr vielen Momenten erinnere, wie ich mit meinem Bruder zusammen den Anime geschaut habe, als er noch im Free-TV auf RTL 2 lief. Oder Tele 5 sogar, lief da manchmal ganz spät abends in unzensierter Fassung, also mit Blut und so. Und als ich dann Naruto Shippuden fertig geschaut hatte, da gab es ja noch kein Boruto. Das kam ja erst alles viel, viel später, als Shippuden fertig war. Ich weiß gar nicht, wann das angefangen hat, aber es hat eine Weile gedauert. Und dann hatte ich mir gesagt, okay, jetzt ist der Moment gekommen, wo ich endlich nach Naruto Shippuden, jetzt wo das Ding vorbei ist und nichts mehr kommt, also zu der damaligen Zeit wusste ich nicht, dass Boruto noch kommen wird, wollte ich One Piece anfangen zu gucken. Und dann habe ich mir überlegt, scheiße, One Piece ist ja gerade jetzt nicht so ein Anime, der für seine Kurzlebigkeit bekannt ist, sondern der hat sehr, sehr viele Folgen. Und dann war die Frage erstmal, okay, fange ich wieder komplett von vorne an? Oder fange ich an, wo ich das letzte Mal aufgehört hatte? Und zuletzt hatte ich aufgehört bei der Untoteninsel. Ich weiß nicht, ich habe mal geguckt, welche Folge das war. Ich glaube, das war Folge 400? 400 irgendwas? Und dann zu der Zeit, als ich das geschaut habe, waren es, glaube ich, war One Piece gerade bei Folge 600 oder so. Vielleicht bei Folge 600 oder 700, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und dann dachte ich mir, ne, nie in meinem Leben werde ich das jemals hinbekommen. So viele Folgen, selbst wenn ich Fehlerfolgen auslassen würde, würde ich das niemals hinbekommen, so viele Folgen am Stück über einen festen Zeit hinweg zu gucken. Weil es für mich persönlich, wenn ich Animes gucke, dann bin ich so ein intensiver Anime-Gucker. Ich bin nicht so einer, ja, ich gucke 5 Folgen und das war's. Sondern wenn ich anfange zu gucken, dann ziehe ich es hart durch. Aber da müsste ich ja jeden Tag richtig hart durchziehen. Ich hab mir das mal, glaube ich, mathematisch ausgerechnet gehabt, wie viele Tage ich mit One Piece gucken verbringen müsste, um nur ansatzweise, um,
irgendwie aufzuholen, was die Folgen angeht. Und ich glaube, ich kam zum Schluss, wenn ich jeden Tag 10 Folgen oder so geguckt hätte, wäre ich nach 2 Monaten auf aktuellen Stand. Mit Fillerfolgen war das aber. Ich habe jetzt Fillerfolgen nicht rausgerechnet gehabt. Ich habe wirklich nur rausgerechnet, wie viel ich hätte ich noch gebraucht. Ich glaube, das waren 2 Monate oder 3 Monate, so grob im Schnitt, die ich mit One Piece gucken verbringen müsste. Jeden Tag 10 Folgen, ungefähr. Dann hätte ich 2-3 Monate gebraucht. Und dann habe ich mir gesagt, ne, das ist für mich zu viel Zeit. Irgendwann will ich es echt mal anfangen zu gucken. Irgendwann werde ich es auch gucken. Das ist so ein Anime, ich glaube, vielleicht, wenn ich, oder besser gesagt, wenn Oda rauskommt und sagt, so, der Anime ist jetzt vorbei, da kommen nur noch vielleicht 20, 30 Folgen und dann ist der ganze Scheiß vorbei. Dann würde ich vielleicht irgendwann mal aus meinem Loch rausgekrochen kommen und sagen, yo, jetzt ist meine Zeit gekommen, auch mal loszulegen und endlich mal One Piece zu gucken. Aber bis das kommt, boah, das dauert Ewigkeiten, Alter. Seien wir mal ehrlich, One Piece, der Anime, ich schwör's euch, meine Prognose, der wird nicht mal in 5 Jahren zu Ende sein. Höchstens in 10. Höchstens in 10 habe ich das Gefühl, dass es vielleicht zu Ende gehen könnte. Aber 5 Jahre wird das Ding mindestens noch aushalten. Oh, das ist schlecht. Das ist schlecht, das ist schlecht, das ist schlecht. Oh nein, das ist gut. Das ist richtig gut. Das war unglaublich. Tja, weil ich verdammt gut bin, Samantha. Du bist einfach schlecht. Du ziehst das einfach in diese komischen Strudel rein. Das ist das Dümmste, was man machen kann, mein lieber Freund. Also, sorry. Ich wollte jetzt nicht dein Gender assumen, aber ich meinte, ne, meine liebe Freundin. So, der Bullshit wird hier rausgekickt. Ja, okay, meiner wird auch rausgekickt, aber ihr auch. Damit kann ich leben. Das ist so ein Geben- und Nehmen-Ding. Okay, jetzt hat sie mich ziemlich nass gemacht. Mit ihren 70 Punkten. Ich muss das auf jeden Fall nachlegen. Knapp gewonnen. Na, oder sind es 50 Punkte? Das kann ich kaum besser machen. Okay. Tja, das war's dann wohl. Nein, es war nur 80, aber trotzdem gewonnen. Ja, Leute, da sollt ihr mal lernen. Also fordert mich niemals zum Akio-Duell heraus. Da bin ich schon verdammt gut. Ich könnte dich schlagen. Ich hab mich wohl überschätzt. Weißt du, woran ich auch noch gedacht hatte, Fami? Weil du hast ja Hogwarts Legacy ja auch gespielt, ne? Meine schöne Minecraft-Thermoskanne von meiner Freundin geschenkt bekommen. Du hast ja Hogwarts Legacy ja auch gespielt. Spiele ich ja auch mittlerweile. Weil, worauf ich Bock hätte. Das wäre so ein geiles Community-Ding gewesen. Das müssen wir echt tatsächlich irgendwann mal machen. Irgendwann mal, Leute. Irgendwann mal. Dass wir zusammen Hogwarts Legacy im Multiplayer spielen. Weil es gibt ja eine Multiplayer-Mod, so wie es ja für Skyrim, gibt es ja dieses Skyrim Together oder wie dieses Mod-Projekt heißt, wo du mit vielen Leuten in eine Lobby reinjoinst und dann kann man zu 5 Skyrim spielen. Und gibt es ja mittlerweile auch für Hogwarts Legacy. Jetzt auch nicht so unbedingt im fertigen Zustand, aber man kann es technisch gesehen spielen. Und da habe ich gesehen, wie da 5 Leute einfach in dieser Welt rumfliegen und rumlaufen und Scheiße machen. Ich hätte so Bock drauf, mit 5 Leuten einfach so da reinzugehen und einfach mal so das ganze Hogwarts auseinanderzunehmen. Bis kein Kieselstein mehr steht, so wie am Ende von Heiligtümer des Todes, wo am Ende so Hogwarts komplett in Trümmern liegt. So ungefähr stelle ich mir das auch vor. Sag das nicht, Samantha. Du spielst wirklich gut. Das ist wirklich sehr nett von dir. Sagen wir einfach, wenn ich gut bin, bist du besser. Ja, das ist gut. Damit kann ich leben. Wen du als nächstes antrittst. Und sie hält sich nicht zurück. Viel Glück. Warte, ich bin auch schnell in der Schausucht. 2024 bis 2025 soll das Ende sein. I doubt it. Alles, was Oda nicht selber konformiert hat, also wirklich nicht ganz glasklar gesagt hat, Leute, das geht nur noch bis da und dann ist vorbei, das glaube ich nicht. Wenn das einfach nur so Rumors sind oder einfach nur so, ja, vielleicht, nee, das glaube ich nicht. Die Halle von Herodia, was ist das denn? Das ist eine neue Quest. Den Auftrag möchte ich machen. Warte, das ist von ihm eigentlich gekommen. Ja, okay, gut. Dann glaube ich dem. Wenn das so kommt, aber
Wir wissen alle, dass das vielleicht nicht unbedingt der Fall sein muss. Ne? Es kann ja sein, dass er es gesagt hat und dann am Ende fühlt er den Anime immer noch ziemlich hart und sagt so, ja Leute, eigentlich habe ich gesagt 24, 25, vergiss das. Wir machen noch bis 2030. Und dann kommt 2030 und dann sagt Oda wieder, ja, noch 2 Jährchen, 3 Jährchen könnte ich es nochmal durchziehen. Und dann habe ich keinen Bock mehr. Und dann kommt One Piece GT oder One Piece Shippuden. Wäre auch ein geiler Name. Kann ich helfen? Ich glaube ja. Ich bin übrigens Sophronia und ich brauche Hilfe von jemandem aus der 5. Klasse. Kennst du vielleicht Hera Diana Byrne? Sag nichts. Natürlich nicht. Niemand außer mir scheint sie zu kennen. Sie ist ja nur die größte Depulso-Meisterin aller Zeiten. Hat sogar kurz in Hogwarts unterrichtet. Okay, Depulso-Meister. Not bad. Klingt nicht sehr beeindruckend, aber es klingt faszinierend. Interessant. Erstaunlich, dass ich nie von ihr gehört habe. Es ist eine Schande, dass sie nicht bekannter ist. In meiner knappen Freizeit lese ich oft über große Hexen. Und es gibt viele. Ich habe gelesen, dass sie hier in Hogwarts einen geheimen Depulso-Übungsraum errichtet hat. Aber raffiniert wie Hera Diana eben war, kann man den Raum nicht betreten, ohne Depulso zu beherrschen. Können wir schon. Was Drittklässler natürlich nicht lernen. Easy. Und du bist Drittklässlerin. Blitzmerker, hm? Ich habe gehört, dass sich ihr charakteristisches Gewand noch dort befindet. Ich würde es so gern sehen. Würdest du Hera Dianas Gewand besorgen und es mir zeigen? Stimmt, was ist mit dir überhaupt passiert? Was ist denn mit Hera Diana Byrne passiert? Später unterrichtete sie in Hogwarts, aber nur für kurze Zeit. Offenbar gerade lang genug, um eine geheime Halle zu bauen. Dann verschwand sie eines Tages einfach. Manche sagen, sie hätte sich selbst verbannt, aber niemand weiß es sicher. Hm, ja okay, schauen wir mal, was ich machen kann. Wo ich hin muss, dann sehe ich mir das mal an. Geh einfach zur Halle von Hera Diana am Fuß des Turms für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Dort findest du einige Depulso-Rätsel, hinter denen sich Teile von Hera Dianas Gewand befinden. Mhm. Sehr gut. Ich sage Bescheid, wenn ich was finde. Meine Terminator-Augen haben sich aktiviert. Ich sollte nach der geheimen Halle suchen, von der Sophronia erzählt hatte. Das machen wir. Warte mal, was ist das denn hier? Achso, das waren Papiervögel. Das nennt man in Fachkreisen Origami. Ja, ob das... Ja, safe, Alter. Ganz ehrlich, ich glaube schon, dass es in den paar Jährchen, was da Oda angekündigt hat, das wird noch safe. Das wird noch sowas von wirtschaftlich sich auszahlen für den guten Oda. Und Leute werden darauf immer noch fliegen. Also ich glaube nicht, dass das so schnell ein Ende nehmen wird. Gerade jetzt mit der Netflix-Serie, die da in Arbeit ist. Wenn die wirklich gut ist, ja. Das ist noch so ein Was-wäre-wenn. Aber wenn die wirklich gut wird, glaube ich, katapultiert sich damit wieder One Piece ganz... Nicht an die Spitze, aber es wird wieder richtig Mundpropaganda betrieben. Und Leute werden darüber reden, erzählen, wie es so ist und wie es war. Und das stelle ich mir, das kann ich mir locker vorstellen. Wenn es Minusgeschäft wird, wird es wohl ein... Aber das glaube ich nicht. Die Multiplayer-Mod ist halt noch sehr in der Anfangsphase und dazu 10er monatlich, weiß nicht, ob es das wert ist. Netcode ist Müll im Moment. Ja, ich meine auch nicht jetzt, aber in der Zukunft. Das wäre doch spannend. Das muss der Eingang zur Halle von Hera Diana sein. Okay, gucken wir mal, was die große Depulso-Meisterin alles drauf hat. Halle von Hera Diana. Dann finden wir mal diese Rätsel. So, ich gehe mal stark von aus, weil sie eine Depulso-Meisterin ist, wird es wahrscheinlich was mit Depulso sein. Ich weiß, Leute, ich weiß. Scharfer Verstand. Ich habe den scharfen Verstand eines 10-Jährigen. Mal schauen, ob Hera Diana Byrne so gut war, wie Sophronia behauptet. Aha. Mhm. Aber das geht mit Depulso, ja? Lumos. Na, warte mal. Depulso. Okay. Funktioniert. Gut, ich wollte nur mal sicher gehen, dass das funktioniert. Das ist doch schon mal gut zu wissen, dass man es einfach so ballern kann. Aber das war jetzt ein sehr einfaches Depulso-Rätsel. Wenn das jetzt schon alles war. Okay. Das war nicht so schwer. Was kommt als nächstes? Wow. Ja? Ja, easy. Rudi, easy. Guck mal. Ich hab mich aus Versehen selbst gekillt, ja, aber...
War nicht smart. Aber es ist nicht schwierig, sagen wir es mal, wie es ist. Zu der Truhe zu kommen, das könnte sich als spannend erweisen. Ja, ich habe eine Idee, ich habe eine Idee. Sollte nur nicht bei dem Versuch draufgehen, diese Idee durchzusetzen. Kann ich nur ein einzelnes Fragment aufbauen? Nein, es geht nur als gesamtes Konstrukt. Okay. Und was ist, wenn ich... Warte, eine Kombination, die ich gerne ausprobieren möchte. So, und dann... Okay, das ginge tatsächlich auch. Ja, guck mal. An sich sind wir durch. An sich, ja. Aber ich fühle mich noch nicht. Kann ich nicht so stehen lassen. Das kann ich nicht so stehen lassen. Die Theorie wäre ja, ich klatsche das nach da. Wenn das geht. Geht das überhaupt? Ne, geht nicht, ne? Doch, das geht. Nur bringt mir das absolut gar nichts. Ich glaube, ich habe das so... Warte, ich kill mich mal selber. Weil ich glaube, ich habe das Ding so verkackt, dass ich das nicht mehr so reinbekomme, dass das funktioniert. Ich müsste es ja auch... Kann ich das auch... Nein, warte. Ja, das Ding kann ich auch schleudern. Ist natürlich gut zu wissen. So, und jetzt könnte ich es in die Mitte schießen. Das sieht schon mal nicht schlecht aus. Die Sache ist halt nur die, ich glaube, ich hätte es mit dem gesamten Konstrukt machen müssen. Nur hätte das nicht geklappt. Also dieses billige Rätsel selber lösen ist jetzt nicht schwierig, aber an die Truhe da hinten ranzukommen, das ist nochmal was anderes. God damn, nee, das geht gar nicht. Das klappt doch gar nicht. Aber dann wäre es hier so raufgekommen. Und wäre es nach da geflogen. Oh, warte mal. Wir können es doch noch. Warte mal, ich glaube, ich kann es doch noch retten. So, und jetzt schieße ich das Ding. Nee, es ist lost. Es ist lost, ich habe es verloren. Wir sind theoretisch da, wo wir angefangen haben. Ja, nee, das war blöd. Kurz noch einmal nochmal neu machen. Glaubst du, dass die Netflix-Serie gut ankommen wird? Ich bezweifle das irgendwie. Ich weiß nicht. Das Problem ist halt, was Anime-Adaptionen von Netflix angeht, haben wir bislang nichts Gescheites bekommen. Ich war ja tatsächlich einer der wahrscheinlich wenigen, die sich... Okay, oh gut, einer der wenigen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich war wirklich einer derjenigen, die sich wirklich sehr auf das Cowboy Bebop, auf die Cowboy Bebop-Serie gefreut hatte, die Netflix produziert hat. Weil so von den ersten Bildern, was man so gesehen hatte, so ein bisschen jetzt so das, was One Piece gerade macht, die ersten Bilder, die da gezeigt wurden, so ein paar Trailer, so ein bisschen so kleine Fetzen, die man da so mitbekommen hatte, haben ja durchaus vielversprechend gewirkt. Ja, das muss man auch so auf Betonung auf gewirkt. Und dann letzten Endes, glaube ich, war es halt kompletter Griff ins Klo. Ich glaube, das Ding hatte... Ich bin ja einer der wenigen gewesen. Ich glaube, ich habe diese Serie durchgeschaut. Einfach weil ich es nicht wahrhaben wollte, dass diese Serie so kacke geworden ist. Ich habe es mir tatsächlich komplett durchgeschaut. Und ich muss sagen, die erste Folge fand ich wirklich noch gut. Ja, die erste Folge fand ich wirklich gut. Zweite Folge war auch noch okay.
Es gab dann irgendwie so einen Moment, so einen Sprung, wo ich mir... Ach, scheiße, ich habe das falsch gemacht. Ich habe es wieder komplett reingekackt. Die erste Folge war gut, zweite Folge war so... Und dann ab dann ging es nur noch bergab. Das war so dieser Moment, wo es nur noch bergab gibt. Wo ich so dachte, ne, das kann nicht euer Ernst sein, Leute. Also, wie sie das verhaut haben mit gewissen Figuren, dass da so... Das, ich kann es verstehen, dass man sich so ein bisschen gesagt hat, ja okay, wir wollen mal so ein bisschen was anderes machen als das, was die ganze Zeit hier schon in den Animes existiert hat. Also ich habe ich das genau gerade, ich habe es genauso gleich gemacht. Okay, ich habe keinen Bock. Ich werde das jetzt nicht machen. Ich werde jetzt nicht diese Truhe da hinten holen. Darf da gar keine Bock. Ich mache das jetzt ganz standardmäßig und fertig. Aber funktioniert das? Nee, das funktioniert nicht. Wir machen das jetzt einfach so, wie es ist. Und zwar so. Ich kletter mal so hoch. Das bringt zwar nichts, aber... Man sieht halt dabei cool aus. Außer, nee, den Sprung, das schaffe ich doch niemals. Oh mein Gott, ich habe noch eine... Oh mein Gott, I'm so fucking dumb. Warte mal, wenn das funktioniert, dann lache ich. Aber ja, ich hab mich echt darauf gefreut und am Ende war das ein Reinfall. Und Netflix hat halt nun mal diese unschöne Angewohnheit, geil zu hypen und am Ende das nicht zu liefern, was man sich vorgestellt hat. Deswegen glaube ich, die einzige Hoffnung, die ich in der Netflix-Serie habe, ja, ist die Tatsache, dass laut Interviews und allem, was wir so rausgehört haben, der liebe Eiichiro Oda durchaus sehr stark in der Produktion involviert hat. Ja, ich glaube, er hat auch, glaube ich, sogar selbst gesagt, ey, diese Serie wird nur entstehen, wenn ich da wirklich mit angeben kann, wie der Hase da läuft oder wie das da gemacht wird. Ich glaube, das war einer seiner Bedingungen, damit er zugesagt hat, dass eine Netflix-Adaption davon stattfinden wird. Das ist die einzige Hoffnung, die ich tatsächlich habe, warum vielleicht die Netflix-Serie gut wird. Einfach weil da Oda involviert ist. Weil das war nämlich ein Problem, weil zum Beispiel, jetzt mal als Beispiel genommen, von Cowboy Bebop, der Original-Creator war halt nicht dabei. So, also, was, der war da nicht involviert. Also ich glaube, der war da nur so als Creative Advisor dabei. Das heißt, er hat da nur so ein bisschen gesagt, so ja, ist nett, ja, ist nicht so nett. Wahrscheinlich, das war das Einzige, was er gesagt hat. Oder ja, wäre cool, wenn ihr das so machen würdet, oder wäre nicht so cool, wenn ihr das machen würdet. Aber mehr hatte er wahrscheinlich da an kreativen Input nicht gehabt. Und so wie ich das raushöre, heißt es ja, dass Oda sich da sehr, sehr stark involviert hat in die Netflix-Ära. Und das ist das, was mir so Hoffnung gibt, dass das dann vielleicht eine gute Netflix-Serie werden könnte. Einfach genau aus diesen Gründen, weil da halt Oda wahrscheinlich schon sicherstellen wird, dass da keine Scheiße mit seiner Serie, mit seinen Anime gemacht wird. Weil ansonsten... Also wenn die Serie genauso scheiße wird, obwohl da Oda dabei ist, dann weiß ich nicht, was man da machen kann. Dann ist, glaube ich, Hopfen und Malz für die ganzen Animes verloren gegangen. Es gibt so selten so wenige Animes, die eine wirklich gute Adaption bekommen haben. Ich kenne nur die wenigsten. Ich glaube, so einer der ersten, glaube ich, die man so mittlerweile mitbekommen hatte, war... Warte, ich mach mal kurz ihm das Rätsel hier zu Ende. Ach, scheiße, das funktioniert nicht so ganz, wie ich es mir vorgestellt hatte. Dann warte mal, dann katapultieren wir das Ding erstmal nach vorne. Also ich könnte es natürlich... Warte mal. Nein, falsche Taste. So, damit müsste ich mich ja katapultieren können. Wenn ich mich nicht täusche. Hat jedenfalls letztes Mal geklappt. So, das schicken wir mal rüber. Ne, das war mein Plan. Jetzt kommen wir hier hoch. Ja, jetzt kommt der Moment. Warte mal, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Da komme ich ja auch hoch. Was passiert, wenn ich das so mache? Ja, das ist es. Das ist es. Jetzt müsste ich es noch irgendwie schaffen, da hinzubekommen, ne? Nee, das ist es eben nicht.
Das war schon eigentlich vielversprechend. Das hat ja gut geklappt. Nein. Ich glaube, ich habe es vermasselt. Ja, so könnte ich es nach vorne schleudern, aber mehr ist das auch halt auch nicht, ne? Das wäre halt nice gewesen. Das könnte ich jetzt so rüberkauen. Ja, genau. Und das hätte jetzt geklappt. Aber das ist schlecht. Und jetzt habe ich es mir wahrscheinlich komplett verbaut. Oh, da ist eine Truhe. Das ist vielleicht nur... Das war Absicht. Das war Absicht. Das wusste ich. Warte, kann ich mich da so reinkatapultieren? Das wäre witzig. Yo, nice. Guck mal. System ausgedribbelt. Hier. War bestimmt nicht beabsichtigt gewesen vom Spiel, aber fuck it. Bin hier. IQ. Ich hab gesagt, IQ 300, Leute. Man darf mit meinem IQ sich nicht anlegen. Kein Wunder, dass Sophronia es sehen wollte. Gut, dann haben wir alles, was wir brauchen. Aber ja, das ist halt meine Meinung dazu. Also ich hab Hoffnung, dass sie es hinbekommen. Aber nur, weil Oda da so stark involviert ist. Aber ich glaube mal ganz ehrlich, wenn selbst Oda involviert ist, dann die Netflix-Serie rauskommt und es immer noch ein Flop ist. Ja, Leute, was sollen wir machen? Also was lernen wir dann daraus? Also dann heißt es ja letzten Endes, egal ob der Creator, also der Original-Creator involviert ist oder nicht, oder stark involviert ist oder nicht, ändert scheinbar ja nichts am Produkt, dass das immer wieder alles, was Netflix anime-technisch anfasst, komplett für den Arsch ist. Und das ist schon ziemlich traurig und das ist einer der Dinge, an die will ich nicht glauben. Daran will ich einfach nicht glauben, dass es keine guten Anime-Adaptionen gibt als Serie. So. Ja. Ich guck gerade nochmal eben bei schnell was. Weil ich hab doch gehört, irgendjemand hat doch gesagt... Ah! Ja, nein, das ist aber eine Spieleverfilmung gewesen. Scheiße, ich wollte gerade sagen, The Last of Us ist ja einer der besseren Beispiele, wie man es richtig macht. Weil das ist ja durchaus eine Serie über ein Videospiel. Klar, ist halt nicht dasselbe wie ein Anime. Aber ich glaube, das ist das, was Anime und... Das ist ja das, was Anime und Videospiele irgendwie gemeinsam haben. Das ist beide Sparten es nicht auf die Reihe bekommen, eine vernünftige Adaption zu bekommen. Sei es irgendwie eine Film oder eine Serie oder beides. So, weder Animes hatten gute, richtige Verfilmungen oder Serien gehabt, noch Videospiele hatten irgendwelche gute Verfilmungen oder Serien gehabt. Und ich glaube, Last of Us ist, glaube ich, das allererste Mal, glaube ich, die erste Serie, die auf einem Videospiel basiert, was gut ist. Also ich meine gut im Sinne von nicht so, ja, kann man sich angucken oder ja, ist ganz nett, sondern wirklich gut. Wo ich wirklich gelesen habe, dass das Last of Us Serie auf HBO Rekorde über Rekorde gebrochen hat, was Zuschauerzahlen und Klickzahlen und was auch immer angeht, gebrochen hat. Und das heißt ja was. Also es ist ja, heißt ja irgendwie, dass es ja nicht kommerziell gefloppt ist, sondern dass sich das ja für HBO rentiert hat. Und jetzt sogar tatsächlich eine zweite Staffel kommen wird, die dann auf Last of Us Part 2 basiert. Und wenn sie das genauso gut machen wie den ersten Teil, dann, ja, wäre das ein Träumchen. Ich hab's angefangen zu gucken, fand ich sehr gut. Also ich habe ja Last of Us Part 1 gespielt, oder besser gesagt Let's Plays geguckt. Ich selber hab's nicht gespielt, ich hab's nur gesehen. Und ich fand, dass sie es richtig gut eingefangen haben und auch wirklich die Serie an sich spannend, packend und interessant ist. Selbst für Leute, klar, die Leute, die das Spiel gespielt haben und dann die Serie gucken, ja, ist halt von der Grundprämisse wirklich das Gleiche. Ja, es ändert sich nicht großartig viel. Die Hauptstory und das Hauptende, alles, was man so aus dem Spiel kennt, bleibt gleich. Ja, aber
das ist gut eingefangen worden. Locations sind richtig gut geworden. Die Schauspieler sind gut. Also ich wusste immer, weil es ja immer so eine Aufruhr gibt, genauso wie bei The Witcher mit Henry Cavill, dass er gesagt wurde, er sieht ja gar nicht aus wie Geralt, er sieht nicht aus wie Geralt. Und als man die ersten Folgen gesehen hat, hat niemand mehr gezweifelt an den Kollegen, an sein Talent. Ja, dass er einen guten Geralt abliefert, war ja genauso wie mit Last of Us. Niemand hat wirklich an Pedro Pascal und Bella Ramsey, ich weiß nicht, wie sie mit Vornamen hieß, aber Ramsey hieß sie. Da hat auch niemand dran geglaubt. Ich habe tatsächlich gesagt, dass Pedro einen geilen Joel machen würde. Bei Ramsey war ich mir auch nicht so ganz sicher, aber bei Pedro wusste ich, das wird ein guter Joel abgeben. Und letztendlich, guck mal, wurden wir alle positiv überrascht. So, und was zeigt uns das? Es ist durchaus möglich, geile Anime-Adaptionen zu machen. Man muss halt nur irgendwelche Leute haben, die mit diesem Material gut umgehen und wirklich auch mit Herz dabei sind. Weil ich hatte das Gefühl, dass die Leute, die die Last of Us-Serie gemacht haben, das Spiel gezockt haben oder sich mindestens das angeguckt haben. Also wissen, wie das Spiel, was das Spiel ist, wie es funktioniert, was die Grundprämisse ist. Und versucht haben, das irgendwie gut in eine Serie einzufangen. Ja, da wurde mit Herz gearbeitet. So, wenn das vielleicht im Anime-Jargon auch passiert und nicht dieses Cash-Grab, ne, weil wir einfach nur schnell Geld machen, dann habe ich die Hoffnung, dass das gut wird. Also, allgemein, dass irgendwie auch mal geile Anime-Serien kommen, also Realverfilmungen kommen oder Serien, was auch immer. Natürlich. Hier ist es. Oh, wie prächtig. So majestätisch wie Harry. Aber wenn du immer nur so an Cash-Grab gedacht wird, ey Leute, dann glaube ich nicht dran. Wie Herodiana. Ja, ich weiß. Das sagen sie alle. Dass ich so toll bin wie sie. Ich sehe auch aus wie eine Frau, ne? Ist das wirklich Netflix? Sind doch alle heutzutage bei Hollywood bis zum Gaming gut mit Werbung anzureizen. Baller mal auf das Teil, das... Ah! Das Drehleuchte-Ding, ja, egal, scheiß drauf. Ich glaube, da wäre sowieso nichts Interessantes drin gewesen, seien wir ehrlich, der Loot ist manchmal so scheiße. Ein Produkt wird als perfekt in Werbung dargestellt und das hat mit den Produkten nichts zu tun, traue keinem Trailer oder Werbung. Habe ich noch nicht gesehen, The Last of Us, habe ich etwas. Guck's dir an, Fami, guck's dir an. Also ich war auch so ein Unbeliever, aber dann wurde ich ein Bieber-Believer. Ich wollte diesen Joke nicht bringen, aber der hat sich echt gut angeboten. Ich war wirklich skeptisch. Und man muss natürlich sagen, es ist keine perfekte Serie, ja. Es hat seine Ecken und Kanten, ja. Also das heißt, wer sich jetzt denkt, oh, das ist die perfekte Umsetzung, das Beste aller Besten, ist es nicht, ja. Es hat definitiv seine Schwächen und auch seine Momente, wo es nicht unbedingt so richtig glänzt. Aber vom Grundsätzlichen, so von der Grundprämisse, wer das Spiel gespielt hat und das Spiel nochmal als Serie gucken will, der wird da richtig gut bedient werden. Also es ist keine Werbung, ich habe es mir auch noch nicht komplett durchgeschaut. Aber das, was ich gesehen habe, hat mich sehr, 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 sehr positiv angesprochen. Also so weit, dass ich gesagt habe, ich gucke mir das mindestens zu Ende an und fällt danach mein Urteil. Aber was ich auch von der Presse gelesen habe, also nicht umsonst wird Last of Us als das einzige Spiel momentan so dargestellt, was eine geile Umsetzung bekommen hat als Serie. So. Alles andere geht ja so als gefloppt, so Assassin's Creed gefloppt. Cowboy Bebop brauchen wir jetzt nicht sagen, ist jetzt kein Videospiel, aber Assassin's Creed ist gefloppt. Ich glaube mal, also Division wird es nicht mal geben. Last of Us, richtig gut. Uncharted. Meh. Habe ich jetzt auch nicht so Positives gehört von dem Film mit Tom Holland und wie hieß denn der andere? Wie hieß denn der Typ? Der Typ, der einfach nur eine Grimasse hat, mehr hat er nicht drauf. Das ist immer so, wie ich ihn. Mark Wahlberg, genau. Mit Mark Wahlberg. War jetzt auch nicht so der Renner. Was gab's noch so? Dann hat irgendwie Dwayne irgendwie eine Videospielumsetzung gemacht mit so einem fetten Gorilla. War auch jetzt nicht der Brenner. Und über die ganzen Uwe Boll-Filme brauchen wir auch nicht reden. Das war auch der größte fucking Rotz, den man auf Erden gesehen hat. Wobei ich Doom... Hallo, Adelaide. Doom? Ich habe deine so ein Guilty erhalten. Pleasure, würde ich sagen. Danke, dass du da bist. Das originale Doom, was Uwe gemacht hat, das ist sogar... Freunden.
Es ist immer noch scheiße, aber nicht. Kann man sich antun. Noch als einer der wenigen Umsetzungen, die er da gemacht hat. Seitdem kam keine Eule mehr und ich mache mir Sorgen. Seit dem Trollangriff auf Hogsmeade und den Gerüchten, Kobolde seien daran beteiligt, nun ja, fürchte ich das Schlimmste. Sollte ich mir zu Recht Sorgen um meinen Onkel machen oder übertreibe ich? Ich denke, du bist zu Recht besorgt. Dein Onkel steckt vielleicht in Schwierigkeiten. Du bist viel verständnisvoller als Professor Weasley. Ja, wir sind auch Hufflepuffs. Hufflepuffs halten zusammen. Weißt du? Sie ist überzeugt, dass er deswegen bin ich auch ein Hufflepuff, weil ich fühle den Hufflepuff in mir. Ich bin so ein Harmoniemensch. Es ist mir wichtig, dass man sich versteht, dass man für mich in Harmonie leben kann. So ein bisschen wie so ein Hippie, aber echt, aber im positiven Sinne. Ja, es gibt ja einige Leute, die das ja auch als negativ ansehen. Ja, komm, ich sehe mal, was ich herausfinde. Ich werde mich für dich umhören, Adelaide. Danke. Er führt sehr genau Buch, verzeichnet alle Geschäfte in einem Notizbuch und zeichnet Karten. In seinem letzten Brief war eine Karte von seinem nächsten Ziel. Er wollte sein Lager nördlich von hier aufschlagen. Ich hoffe wirklich, du kannst herausfinden, wo er ist. Danke nochmal für all deine Hilfe. Deswegen, Fami, gib der Serie eine Chance. Guck dir, wie man es nach dem Serienprinzip macht. Guck dir die ersten drei Folgen an. Wenn es dich anspricht, bleib dran. Wenn nicht, dann guck's nicht weiter. Aber ich glaube mal, die ersten drei Folgen sollten dich überzeugen, mindestens mal weiterzuschauen. Wie gesagt, ich war auch skeptisch. Aber als ich es dann gesehen habe, war ich wirklich positiv überrascht. Deswegen, das ist so der Moment, wo du dir denkst, Alter, selbst sogar Videospiele kriegen mittlerweile richtig gute Umsetzung. Okay, was heißt, also Last of Us ist jetzt erstmal so ein Musterparadebeispiel. Aber es zeigt ja, dass es ja doch geht. Das ist ja so einer der Gründe, was mir dann wieder Hoffnung gibt, dass vielleicht die One Piece Sache gut wird, weil Oda halt sehr stark involviert ist. Es muss, Leute, es muss. Ich will nichts anderes glauben. Ja, ich hab ihn doch verlangsamt. So, mein lieber Freund. Autsch. Achso, es war ein Attentäter, den ich verlangsamen musste. Es musste ein bestimmter Junge sein. Okay, meine lieben Freunde, wir beruhigen uns jetzt hier alle einmal. Ne? Zack. Ja, ich werde dich. Du wirst sterben, mein Freund. Das ist das, was sie alle tun. Sie sagen immer viel. Ja, das ist immer so das Nervige an Kobolden. Sie labern viel, aber sie lassen nie auf gelabert Taten folgen. Das ist ihre größte Schwäche. Ich kann nichts davon anziehen, wirklich? Habe ich noch kein Level Up gehabt? Nee, hatte ich nicht. Scheißendreck, Alter. Ich hab wirklich... Aber endlich! Dieses Small... Oh, jetzt sehe ich aus wie so ein sexy Sekretär. Aber egal, es ist für mich ein Upgrade. Besser als Terminator auf Wish. Ich nehme lieber diese Sekretärbrille als das, was ich gerade eben hatte. Das sieht ja eher vertrauenswürdiger aus. So, jetzt müssen wir wahrscheinlich in die Höhle reingehen und mal gucken, was da... Ja. Was da nicht so, was da los? Kann ich das hier? Ja, ich kann das bestimmt freispringen, ne? So, jetzt schieben wir das nochmal kurz dahin. Das hat nicht geklappt! Mr. Oaks Geschäftsbuch. Ah. Okay, das ist nur, wir müssen nur Hinweise suchen. Aber es wäre geil gewesen, ne? wenn man das über smartes Handeln rausbekommt. So, aber da ist ja wirklich was. Warte mal, welcher Spruch war das? Ich glaube, ich habe gar keinen. Ah, das war's. Okay. Ich wusste, einer der Zaubersprüche muss es gewesen sein. Das sollte ich untersuchen. Lumos. Bestimmt sind hier noch ein paar von den Kollegen noch drin. Ich sehe auf jeden Fall die ganzen roten... Die ganzen Roden hier.
Ja, aber hier ist er auch nicht, was? Hä, untersuche das Zeltlager, um einen Hinweis zu finden. Ich hab doch den Hinweis gefunden. Ach, da ist noch einer. Laut Adelaide hat ihr Onkel über seine Geschäfte Buch geführt und Karten angelegt. Vielleicht führen mich diese Orientierungspunkte zu ihm. Okay. Warte, was stand da? Das war so eine Höhle, ne? Oh, verdammt, ich habe jetzt nicht aufgepasst, wie er gegangen ist. Ich glaube, vom Zelt oder aus, oder nutze Rolands Karte, um seine Spur zu folgen. Warte mal, ich muss mal kurz nochmal... Kann ich in die Karte nochmal reingucken? Ah, wo gucke ich das denn nochmal an, wo ich was bekommen habe? War der im Inventar, oder? Ja, im Inventar. Nein. Jetzt muss ich natürlich nur herausfinden, Nachricht eines Kobolds. Hä? Wo ist denn das? Ach, da, okay. So, warte. Vom Lager aus. Das ist ja das Lager. Das ist ja da, wo ich auch bin. So, vom Lager aus müssen wir nur so ein bisschen runterlatschen. Irgendwie so einen Fluss auch entlang. Und dort ist dann so eine Kammer, wo ich rein kann. Also irgendwie so ein... Warte mal, jetzt gucke ich mal kurz an. Ah, ja, okay. Ja, ich sehe es. Hier so lang, ne? Ja. I get it. So, das war für mich wichtig, weil ich habe gerade nicht aufgepasst. Mr. Oaks Geschäftsbuch. Das musste ja dann irgendwo hier sein. Eine Felsformation. Das ist das erste Symbol auf der Karte. Weiter zum krummen Baum. So, und irgendwo hier wird schon sein. Wie auf der Karte. Der baufällige Turm sollte dann auch nicht weit sein. Da ist es. Da sehe ich's. Da ist es. Der baufällige Turm. Der markierte Ort müsste sich jetzt südlich von hier befinden. Das muss es doch sein. Oder habe ich mich... Ah, ich bin... Ah, okay. Nicht hier. Ein Tick weiter. Hier. So, hoch. Was haben wir denn hier? So, Kollege, du bist dead. Warte, kann ich ihn noch unsichtbar machen? Ja, ich könnte... Ich könnte es noch machen. Vielleicht habe ich weiter oben in der Burg mehr Glück. Ja, das... das lief nicht so gut. So, was haben wir? Schleudern, springenden Kommandanten. Schleudere. Ja, okay. Ach so, scheiße, er hat ja was offen. So, tot. Die kann man ja mit simplen Zauberattacken platt machen. Das ist jetzt nicht der Rede wert. Eine Leiter. Die brauche ich. Ja, schleichen wir uns ran? Ich glaube schon, ne? Machen wir mal. Wir machen mal so ein bisschen mal einmal. Ja, das funktioniert aber nicht. So richtig so Assassinen-mäßig, so dieses Assassin's Creed-Feeling kommt jetzt nicht so richtig auf. Okay, doch. Vielleicht doch. Kommt doch jetzt nochmal ein bisschen auf. Okay. Ein kurzer Moment. Aber er kam. So, ich denke mal, wir müssen uns erstmal den ganzen Kobolden entledigen, bis wir überhaupt hier irgendwas anfangen können. Der Ort auf der Karte. Ich werde jetzt gut aufpassen.
Oh, nice. Ah, das wollte ich auch schon mal ausprobieren. Warte mal. Und jetzt? Okay, das macht auf jeden Fall fucking Damage. Und zwar nicht wenig. Das ist stark, Leute. Das ist stark. So, jetzt gehen wir mal nochmal weiter. Ich sollte vorsichtig sein. Ich bin ganz allein. Muss ich da hin? Ja, ich muss da hin. Die Ruine von Korro. So, wie viel Zeit haben wir noch? Ja, noch genug Zeit, Leute. Das machen wir doch easy mit. Ganz, ganz entspannt. Was sind wir wohl hier drin? Warte, klaue den Armbrustbolzen eines Weitläufers. Ich weiß nicht, wie ich das zu verstehen habe, aber... Wenn das geht, wäre cool, aber machen wir nicht. Scheiß drauf. Okay, hier sind noch verdammt viele von denen. Sind einige. Ich weiß nicht, ob so der direkte Schlagabtausch Sinn machen würde. Ja, mein Gott, ich kann sie auch einfach ignorieren, ne? Ich bin ja noch nicht enttarnt worden. Ich frage mich, ob Adelaides Onkel da hinten ist. So, und ab hier. Da kann man das mal machen. So, einmal den hier weg. Zack. Und tschüss. Ja, das beherrschen wir mittlerweile ganz gut. Ich habe es ja schon mal im Vorfeld gesagt, wenn man so viele Zaubersprüche besitzt, wie wir es gerade drauf haben, dann ist das einfach nur spaßig, mit diesen Zaubersprüchen die Leute so platt zu machen. Einfach in so eine Kombokette reinschicken und dann die ganze Zeit vernichten. Hallo? Mr. Oaks? Ja, ich bin hier. Wir haben einen Zauberstab. Das Schloss dieser Zelle ist verzaubert. Mit so etwas habe ich schon meine Erfahrungen gemacht, aber ohne Zauberstab kann ich nichts tun, um es zu öffnen. Sie haben eine Tür zum Kesselraum erwähnt. Finden Sie die. Ich muss Mr. Oaks Zauberstab finden. Wo kann er sein? Okay, zum Kesselraum. Finde Rolands Zauberstab. Okay. Das könnte jetzt ein bisschen komplizierter werden. Aber das kriegen wir schon irgendwie hingedroppt. Genau, mein lieber Attentäter. So, töten bitte. Ja, ich habe leider keine diese Venimusa Tentacula Dinger. Das ist das, was mich immer auch so sad macht. Ich habe die Dinger leider gewastet. Ja, Kollege, das dachtest du dir, dass das so einfach geht, was? Ja, ich habe auch für dich schlechte Nachrichten. Du bist tot. Kesseltür. Wie geht sie auf? Gut, das würde ich mal sagen, der schnellste Prozess, den ich hier mit den ganzen Gegnern mal jemals gemacht habe. Das freut mich. Warte, was? Lumos. Ah! Solche Rohre fehlen. Mhm. Also tatsächlich vielmehr so spezielle Rohre. Also nicht nur Standardrohre, es fehlen so spezielle Rohren. Müssen wir mal gucken, wo wir es finden. Lumos. Wird ja irgendwo bestimmt zu holen sein. Okay, nice. Das war's. Ranrock hat euch alle in den Untergang geführt. Ja.
Ich glaube, der hört das nicht mehr, mein Freund. Ich glaube, du hast ihn schon so den Arsch versohlt, das kriegt er nicht mehr mit. Aber nett von ihm, dass er eben noch so auf seinem Weg in die Hölle nochmal eben mal kurz noch so eine Lektion in Demut gibt. Warte, hier ist noch ein Weg. Warte mal, was ist das? Okay, warte mal. Nee, hier kommen wir wieder nur dahin, wo ich herkam. So, was wichtig herauszufinden ist folgendes. Doch, die Rohre und so sind doch alle da. Das ist immer dieses gute Trial-and-Error-Prinzip. Einfach alles draufhauen, was man hat. Oder es gibt hier irgendwo einen Schalter, den ich nicht gesehen habe. Ja, hier oben könnte ich ja hoch, aber... Warte mal. Jetzt habe ich verstanden, was ich hier gerade komplett falsch mache. Wir gehen einfach hier hoch. Ja. Und dann gehen wir nach links. Und ich rackt's. Und wenn wir nach links gehen, sollte es, glaube ich, mal hier so eine schöne Möglichkeit geben, vielleicht einen Hebel zu drücken. Oder mir wenigstens erstmal Aufschluss zu geben, wo wir als nächstes so hin. Ja, das sieht gut aus. Gut. Das beantwortet schon mal die Frage. Oh shit, da sind schon ziemlich viele. Ja, das war eigentlich nicht das, was ich machen wollte. Ja, habe ich mir auch gedacht. Bis ich dann... Wow, wurde von seinem eigenen Magger gekillt. Nein, das habe ich jetzt nicht gesehen. Jo, Junge, du nervst mich. Oh, sogar ein Bosskampf, what? Okay, was ist hier denn los? Und tschüss. Okay, gut, das war ein recht unbefriedigender Bosskampf. Kommst du nicht davon? Ja, komm her. Trau dich doch. Komm her. Triss mich nicht. Bam. Ha, triss mich nicht. Komm her. Komm. Versuch dein Glück. Ja. Da hätten mal Renrocks Leute mal Nachhilfestunden in Zielen nehmen sollen. Hätte dem vielleicht auch mal nicht geschadet. Nur hässliche Sachen! Nur... Oh, warte mal, dein Ausrüstungsplatz ist voll. Oh mein Gott, es ist einfach nur ekelhaft. Es ist nur hässlich. Alles ist fucking ugly. Everything is ugly. So, alles jetzt mal bitte hier zerstören, was nicht mindestens blau ist. Ich hab mich schon so gefreut, dass... Ah, guck mal, jetzt könnte ich das hier benutzen. Ja, jetzt sehe ich aus wie so ein ganz normaler Durchschnittsschüler. Wer kennt's nicht? Ich bin's, ein Durchschnittsschüler. Und let's go. So, jetzt müsste hier alles sein, was ich hier brauche. Zauberstab sein. Vielleicht kann er sich jetzt befreien. Ja, für eine Nebenquest aber durchaus schon gut dabei, ne? Also ist jetzt nichts, wo ich sagen würde, boah, das hat man mal eben schnell kurz ein paar Minuten fertig gemacht, sondern kostet schon seine Zeit. Also nicht, dass ich darüber mecke oder so, oder dass ich das schlecht finde. Ich find's nur krass, dass es auch mal schön Nebenquests gibt, die einen durchaus mal für eine Weile
bei Stange halten. Okay. Das haben wir geholt. Da bin ich jetzt mal schon mal froh drüber, weil wenn da schon so ein Symbol auftaucht. Okay, das lässt sich nicht zerstören. Muss hier vielleicht noch was anmachen? Oder brennt der Ofen? Der Ofen brennt. Okay, gut. Dann gehen wir mal zurück und geben ihm den Stab ab. Wir haben ja das gute Glück, wir haben ja einfach alles niedergemetzelt. Ich könnte natürlich noch mal gucken, was hier so ist. In der Speisekammer. Und wir stellen fest, nicht viel. So, dann geben wir mal einmal die Quest ab und dann sind wir schon eigentlich fast am Ende unseres Streams, Leute. Für heute. Morgen wird es nochmal weitergehen, aber für heute ist schon mal ein gutes Stück geschafft. Ja, nice! Da kommt der Junge raus! Ja, schön durch die Tür noch durchglitschen, wie man es kennt. Geschafft! Mein Zauberstab und... Halt! Sie gehen noch zur Schule? Wir müssen sie in Sicherheit bringen. Hier ist es gefährlich. Keine Sorge, Mr. Oaks. Ich kenne mich mit diesen Kobolden aus. Bei Merlin. Sie haben entweder viel Glück oder Talent. Wie haben Sie mich gefunden? Adelaide schickt mich. Sie war besorgt wegen ihrer Geschäfte mit Renrocks Anhängern. Ja. Und das zu Recht. Ich konnte mich nicht an die Vereinbarung halten. Und als ich das sagte, landete ich mit verbundenen Augen hinter Gittern. Ich war so lange in dieser höllischen Zelle, dass sie mich ganz vergessen haben. Ich habe sie belauscht. Könnte ich sie doch nur belohnen. Die verfluchten Kobolde haben mir den letzten Knut geklaut. Ich kann nur Danke sagen. Vielen Dank. Was haben Sie denn gehört? Sie meinten, Sie hätten etwas aufgeschnappt. Ach, es ist eine traurige Geschichte. Ich glaube, ich weiß, wann Ranrocks Rachefeldzug gegen die Zauberer begann. Die Drachenzucht wurde zwar durch den Zaubererkonvent von 1709 verboten, aber Ranrock stolperte über ein illegales Drachenlager. Er war noch jung. Er fand die Wesen faszinierend. Er besuchte das Lager heimlich, so oft er nur konnte, und ließ sich niemals erwischen. Nach wochenlanger Beobachtung fasste er endlich den Mut, mit dem Anführer der Zauberer zu reden. Ranrock wollte sich ihm und den Wesen anschließen. Der okay, okay. Zauberer hatte seinen Stab verloren. Das war Ranrocks Gelegenheit. Er hob ihn auf und gab ihn zurück, um sich vorzustellen. Der Anblick eines Kobolds mit einem Zauberstab machte den Zauberer rasend. Er prügelte Ranrock fast zu Tode. Seitdem hasst Ranrock alle Zauberer und Hexen. Er hält uns alle für grausam. Okay, aber wenigstens ein bisschen Hintergrundwissen, warum der so ist, wie der ist. Freut mich, dass ich Ihnen helfen konnte, Mr. Oaks. Adelaide hält große Stücke auf Sie. Und ich auf Sie. Sie kennt sich mit meinen Handelsgewohnheiten aus, studiert stets meine detaillierten Eulen. Ach, hätte ich mich doch nur nicht mit diesen Unholden eingelassen. Ich habe meine Lektion gelernt. Mein Zauberstab, wie das Wiedersehen mit einem alten Freund. Ich muss nach Hause und Adelaide sagen, dass es mir gut geht. Kommen Sie zurecht? Ich komme zurecht, Mr. Oaks. Gehen Sie zu Adelaide. Sie macht sich gewiss noch viel größere Sorgen. Ich möchte unbedingt meine liebe Nichte sehen. Und danach will ich eine Reise unternehmen, die mich möglichst weit fortführt. Ich danke Ihnen. Möge das Leben Sie für Ihre Taten reich belohnen. Alles Gute. Alter, aber sexy Schnauzer. Ein sehr, sehr schnieke Schnauzer. Hatte Glück. Ranrocks Haufen hätte ihn nie freigelassen. Sehr, sehr sexy Schnauzer. Aber hey, der Auftrag ist sofort abgeschlossen. Finde ich nice. Das heißt, ich muss nicht mal zurückgehen und großartig der Kollegin Bescheid geben. Es ist einfach so, sie weiß es. Sie weiß es einfach. Das nennt man weibliche Intuition. Ne? Ja, was ist das denn da? Was? Aber witzig, dass ich hier Gitter auseinanderreißen kann und dann ist noch eine Truhe dahinter. Und was kriegen wir? Ein rot kariertes Gewand. Immer schön, ne? Es ist das Beste aller... Das Beste der Besten. Der Creme der Creme. Deswegen sammle ich hier schon fast die Hälfte der ganzen Ausrüstungsgegenstände, die ich hier finde, gar nicht mehr auf. Einfach, weil es sich nicht mehr lohnt. Also... Das ist ja alles nur Müll, was man hier findet. Außer das Geld. Geld ist... Geld regiert die Welt. Der gute alte Satz von Mr. Krabs. Oh, das könnte ich sogar knacken. Nice.
Ganz schnell Schlösser knacken. Schlösser knacken für Profis. Ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich hier ein... Oh, Gegner? Ja. Besiege einen Gegner mit Petrificus Totalis. Ist zu spät. Die Warnung kam ein bisschen zu spät. Der Junge wurde einfach zum Explodieren zurückgeschickt. Ja, das kriegen wir dafür wahrscheinlich nichts Besonderes. Ja, cool. Feenmütze. Danke für nichts. Danke für nichts. Und wieder mal ein Beweis davor, warum ich solche Sachen nicht sammle. Lumos. So, auf geht's. Oh, Kaida. Das laggt richtig hart. So, wie viel Zeit haben wir noch? 5 Minuten. Vielleicht schaffen wir noch die Quest zu schaffen. In dem 3 Besen. Mal gucken. Ich peile es auf jeden Fall an. Also ich habe vor, es zu schaffen. Bis wir dann wieder mit der Hauptquest weitermachen. Ich finde, es ist immer so, so ein guter Spagat zwischen Hauptquest und Nebenquest. Jetzt haben wir viel wieder für Hauptquest geschafft. Jetzt geht es wieder zurück so ein bisschen in die ganze Nebenquest-Sache. Warte mal, kann ich das vielleicht hier knacken? Ich stecke jetzt hier so ein bisschen fest. Nicht wundern, Leute, das ist so. Hogsmeade ist immer so ein bisschen laggy. Das haben sie bis heute nicht gepatcht. Und das muss ich sagen, Alter, Leute. Ich habe echt einen guten PC und das ist schon traurig, dass das trotzdem nicht ausreicht. Schön, dass Sie hier sind. So, warte. Was ist das? Was ist die andere Quest hier noch? Giftige Rache. Sprich mit dem murmelnden Mann hinter den 3 Besen. Also auch nochmal. Okay. Nehme ich auch nochmal an. Nehme ich gleich auch nochmal die Quest. Hallo, Tirona. Danke für die Eule. Wie geht es Ihnen? Ah, hallo. Haben Sie Lodgok gefunden? Yeah! Das habe ich, danke. Wir haben uns nett unterhalten. Er lässt grüßen. Das freut mich. Ich werde nicht nach weiteren Einzelheiten fragen. Und besser ist es. Ich werde Sie nicht erneut ermahnen, vorsichtig zu sein. Aber bitte seien Sie's. Was immer Sie auch vorhaben. Ich... natürlich. Sie haben erwähnt, dass Sie Hilfe bei etwas brauchen. Das stimmt. Ich dachte, Sie wären genau die richtige Person, um meiner Freundin Dorothy Sprottle... Yeah, Upper Huxfield, da waren wir ja schon mal. Geil. Ich kenne Mrs. Sprottle. Ich habe mit ihr über ihre Freundin Claire Bowman gesprochen. Sie ist reizend. Ihr verstorbener Mann Aiden war ein Freund meines Vaters. Ich habe bei Dot und Aiden gewohnt, wenn ich hier im Sommer als Schülerin gekellnert habe. Seit Aidens Tod habe ich sie einige Male gesehen, aber hier war zuletzt so viel los, dass ich nicht besonders aufmerksam war. Ob Sie wohl bei ihr vorbeischauen könnten? Sie braucht vielleicht Hilfe beim Sammeln einiger Zutaten für den Mega-Power-Trank. Und Sie könnten dabei auch etwas für mich wiederfinden. Eine Schachtel mit alten Briefen und derlei. Okay. Warum haben Mr. und Mrs. Sprottle ihre Briefe noch nach so langer Zeit? Dot fand sie beim Ausräumen eines Schranks. Einige der wenigen, die ich hatte, als ich jung war. Ich weiß gar nicht, was genau in der Schachtel ist. Sicher furchtbar dramatisch. Geschichten einer jungen Hexe und ihrer Freunde. Sie dürfen ruhig hineinsehen, wenn Sie sie finden. Ich kann mir vorstellen, dass sie einige schöne Erinnerungen enthält. Okay, nice, ja. Könnte ich mal machen. Versuchen, bei ihr vorbeizuschauen. Opa Hogsmeade, waren wir schon mal? Viel bedeuten. Da haben wir auf jeden Fall schon einiges hinter uns. Und was ich noch machen könnte, ist, ich könnte noch mit dem murmelnden Mann reden. Ne? Dass wir da auch noch mal kurz einmal nachhacken, was der liebe Mensch haben möchte. Der ist ja irgendwie hier oben. Ja, da ist er doch schon. Es wird ihm noch leid tun, mich. Sir, ist alles in Ordnung? Danke der Nachfrage. Mein Name ist Ackley Barnes. Und nein, ganz und gar nicht. Ackley Barnes. Ich plane gerade meine Rache gegen meinen einstigen Geschäftspartner, einen teuflischen Schwindler namens Alfred Lawley. Warum haben alle so einen geilen Schnauzer? Ich wünschte, ich hätte auch so einen geilen Schnauzer. Als es gerade also okay, gut, geil ist jetzt meinte, ich ja, sei Auslegungssache, ja, aber... Dem zeige ich mal explosiv. Okay. Das muss frustrierend für Sie gewesen sein. Ja, das war es. Schrecklich. Ich bin eben leidenschaftlich bei der Arbeit. Arroganter Narr. Er kann auch leidenschaftlich sein. Und daran werde ich ihn erinnern, indem ich ihm seinen geliebten Besitz nehme.
Eine Venemosa Tentacula, die er aus einem Samen züchtete und die der Grundstein unseres Geschäfts sein sollte. Mhm. Ich komme okay. nicht mal in die Nähe, wenn Ruth... Trifft sich gut, ich brauche nämlich die Dinger. Sicher auf Lollys Bitte hin. Aber ein Kind würde niemand verdächtigen. Was halten Sie davon, schweren Pflanzendiebstahl zu begehen? Das ist mir nicht geheuer, ich mach's. Was war Ihr Geschäft? Was ist sonst noch in Mr. Lawleys Keller? Lawleys gesamter Kräuterkundebedarf. Eine beachtliche Sammlung. Füllen Sie ruhig Ihre Taschen, wenn Sie dort sind. Das sollte ihn ablenken. Und ich kann mit meinem Geschäft loslegen. Ohne Konkurrenz. Aber ist das nicht böse, was wir da machen? Ich mach's. Ich besorge Ihnen die Venemosa Tentacula. Ich sehe, Sie haben ebenfalls ein gesundes Gerechtigkeitsempfinden. Nehmen Sie so viel Kräuterkundebedarf, wie Sie nur möchten, während Sie da sind. Ja, aber die Venemosa Tentacula, davon brauche ich auch einige. Ich hoffe, der hat noch ein paar so bei sich links und rechts rumfliegen. Ich kann davon noch ein paar gebrauchen. Das muss es sein. Okay, gut. Das denke ich mal, schaffen wir auch noch eben schnell, diese Quest mal abzuschließen. Ich denke mal nicht, dass sie allzu lange dauern sollte. Und dann sind wir für heute auf jeden Fall durch. So, rein da in die gute Stube. Der Keller sollte ja, denke ich mal, nicht allzu groß sein. Das ist der Keller. Ich muss die Venemosa Tentacula finden. Kann man den ausschalten? Mr. Lawley darf mich nicht erwischen. Okay. Was? Halt! Hi, Pflanzendieb! Ja, ich wusste es nicht, dass das... Ich dachte, das wäre ein Gegner, den ich ausschalten kann. Das Witzige ist ja, dass ich noch nie in diesem Spiel gestorben bin, aber so oft schon entdeckt worden bin. Venemosa Tentacula finden. Mr. Lawley darf mich nicht erwischen. Okay, Bratan. Bleib mal da in der Ecke. Während ich mal herausfinde, was hier abgeht. Ach, Schloss. Okay. Hallo, Homura. Ja, hallo, Homura. Oh, ihr müsst jetzt beeilen. Könnte gleich sein, dass der Junge gleich direkt in dem Moment wiederkommt. Aber sieht gut aus. Wo ist die Venemosa Tentacula? Sind gerade noch mal gut durchgeschlüpft. So, was hat der noch so alles? Der Junge soll ja angeblich... Oh mein Gott, Spinnen. Ich hasse Spinnen. Kann man die einfach dodgen? Ich glaube, ich muss ja nicht gegen die kämpfen. Oh mein Gott, Alraunen. Endlich! Endlich! Ich habe diese Dinger so lange gesucht. Jetzt kann ich endlich Garlic stolz machen. Jetzt kann ich endlich Garlic stolz machen. Hier, beschäftigt euch mit dem Viech. Egal, das ist es mir wert, mich mit den Spinnen hier anzulegen. Dann habe ich endlich mal die eine Aufgabe für die Garlic durch. Okay, das ist natürlich sehr sexy gewesen. Spinnen machen mir nichts aus. Ja, eigentlich habe ich den Jungen einen Gefallen getan, ne? So ein bisschen die Spinnen. So ein bisschen die Spinnen hier. Oh, wenn du... Oh, ja. Nein, das ist nur chinesischer Kaukohl. Aber zählte das? Das muss zählen, das muss zählen. Bitte, sag mir, das zählte für Garlics Dings muss. Ja! Ja! So, jetzt beschaffe und teste eine Venemosa Tentacula. Das ist das Nächste, was mir fehlt. Und dann haben wir endlich für Garlic diese beschissene Kackaufgabe auch abgeschlossen. Sehr schön. Und ich habe jetzt welche. Venemosa Tentacula. Juhu! Nicer Stuff, Bro. Jetzt kann ich es endlich benutzen. Warte mal, habe ich's? Nein, ich habe keine Venemosa Tentaculas. Ah, verdammt. Ich habe mich zu früh gefreut. Ich habe noch keine gefunden. Das war mein Problem. Aber wo eine Venemosa Tentacula ist, da werden ja wahrscheinlich einige sein. Komm, so einer. Ich habe die Venemosa Tentacula. Jetzt sollte ich zu Mr. Barnes zurück. Na, scheiße ist es nicht, ne? Scheißendreck. Eine Aufgabe erfüllt, oh, und dann trotzdem noch so magere Ausbeute. Naja. Besser das als gar nichts. Warte mal, ich könnte jetzt mal kurz gucken. Hat er vielleicht noch Venemosa Tentacula? Cornelio. Oh mein Gott, der steht direkt neben mir. Dann stealthen wir mal so ein bisschen vorbei. Ich denke mal nicht, dass das auffallen sollte.
Schnell, 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 lauf, 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 lauf. Das wäre jetzt mies geworden, wenn ich jetzt noch entdeckt worden wäre. Kurz vorm Ende. So, das haben wir abgeschlossen. Das ist doch schon mal ein gutes Ding. Und das hat mich auch für eine andere Quest weitergebracht. Das ist doch auch schön. Hallo, Mr. Barnes. Ich habe die Venemosa Tentacula. Ich würde zu gern Lollys Gesicht sehen, wenn sein geliebter Besitz plötzlich fort ist. Mal sehen, wer dann explodiert. Sehr gut. Ich nehme sie Ihnen gern ab. Gern. Ich bin echt froh, sie los zu sein. Ich werde Gallionen über Gallionen machen. Und Lolly geht derweil unter. Hier, eine Kleinigkeit für den nächsten Besuch bei Zonkus. Ich würde zu gern Lollys Gesicht sehen, wenn er das nächste Mal in den Keller geht. Nice! Quest abgeschlossen. Nächste Quest steht jetzt noch aus. Das ist ja das hier, was wir machen wollten. Wir teleportieren uns definitiv da nochmal schnell hin. Das kann man nochmal eben mal kurz einrichten. Und dann, ja, sind wir für heute durch. Upper Hogsfield. Wo ist jetzt Mrs. Brodle? So, da ist sie, Mrs. Broke. Aber, wie gesagt, das werden wir beim nächsten Mal erstmal machen. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's jetzt erstmal wieder von Hogwarts Legacy. Vielen, vielen lieben Dank für den heutigen Stream. Das war echt, habe ich nicht kommen sehen. So halbwegs habe ich es kommen sehen. Aber vielen, 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 vielen lieben Dank für alle, die kurz reingesubbt haben. Auch für die tausenden Followers, die ich bekommen habe, wo ich nicht hinterher kam durchzulesen. Für die Subs, für die Gifted Subs, für den lieben Ruffy, der da einfach mal so nett war und einen kleinen Shoutout und so einen kleinen, ja, Mini-Raid spendiert hat. Vielen, 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 vielen lieben Dank. Hat mich sehr berührt. Fand ich echt cool. Und ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns dann das nächste Mal wieder. Dann werden wir Hogwarts Legacy weitermachen. Ich hoffe natürlich dann auch mit der Hauptquest, dass wir so langsam in den Putt kommen und dass wir es endlich mal schaffen, dann auch, ja, mit der Hauptquest weiterzukommen, dass wir dann irgendwann mal mit dem Spiel fertig sind, damit wir auch die nächsten Games machen können. In dem Sinne, Leute, wünsche ich euch viel Spaß, schöne Woche und wir sehen uns morgen wieder tatsächlich. Was wir spielen werden, weiß ich noch nicht. Vielleicht Fortnite, vielleicht Overwatch. Who knows? Bis dahin, Leute. Tschüss.